Hör mal zu, nimm dich mit in einen urgemütlichen englischen Pub. Aber Vorsicht, ein Mörder treibt sein Unwesen. Sie meinen, auf dem englischen Land passieren keine Verbrechen? Dann besuchen Sie die Grafschaft von Inspektor B. Nur hier bei Hör mal zu. Mörderischer Pub. Badger's Drift, eine beschauliche kleine Gemeinde im Süden von England. Wieso ist er nicht oben, statt uns hier im Weg zu stehen? Aber der Ruhestand ist noch was Neues für ihn. Und wie sollen wir das Geschäft auf unsere Weise führen, wenn er immer hier rumhält? Hör zu, ohne meinen Vater gäbe es weder Pub noch Restaurant. Also bitte mehr Respekt. Verstanden? Ja, Mr. Bullard, nochmal das Gleiche. Danke, Stephen. Die junge Frau hasst ihren Schwiegervater. Bist du heute Abend in der Snackbar? Ja, Pech gehabt. Pech? Warum denn? Weil sich mein alter Herr da die Kante gibt. Hey, hast du nach Feierabend was vor? Ja, Jamie, das hab ich. Mam Bella, Jamie, alles zur Zufriedenheit, hoffe ich. Bestens, danke, Mr. Bannerman. Weißt du, ich denke, du solltest allmählich in die Bar zurück, Jamie. Die alten Rüppel werden nämlich sauer, wenn sie Durst kriegen. Wo ist deine Mutter? Oh, sie ist gerade dabei, Mr. Haggards Bestellung aufzunehmen. Bella, mein Herz, wenn du einen Moment Zeit hast, würdest du einen großen Scotch für mich wie üblich deponieren? Sie sind wirklich ein ganz schlimmer Mann. Ich hab gedacht, Sie wollten es reduzieren. Das ist unser kleines Geheimnis. 2 Meilen entfernt sitzt Tom zusammen mit Joyce beim Abendessen. Wie kommt das Midsommar Filmfestival voran, Kalli? Oh, großartig. Die Erotika-Serie war gleich ausverkauft. Aber keine Angst, ich habe Karten für euch reserviert. Du machst hoffentlich Witze. Oh, wunderbar, ich danke dir, Schatz. Und wer in aller Welt ist das wieder? Möglicherweise Dan. Dan wer? Dan Scott, Dad. Hab ihn zufällig in Corsten getroffen. Er wollte heute Abend vielleicht Papierkram vorbeibringen. Du wirst ihn doch nicht vor der Tür stehen lassen, Tom. Wie schafft der Bengel das nur? Der wittert eine warme Mahlzeit auf 10 Meilen. Als Assistent hat man es nicht leicht mit Tom. Ich habe die Statistiken ausgedruckt, die Sie haben wollten. Danke, Sir. Der Wirt hat verkündet, es ist Feierabend. Ach, komm schon, Michael. Eins für den Weg. Ich bedauere, Clive, die Bar ist geschlossen. Ich wünsche gute Nacht, Gentlemen. Und schweinische Träume. Guten Abend, Mr. Cruikshank. Was haben Sie hier verloren, Haggard? Als ob ich es nicht wüsste. Mr. Cruikshank gehört die Tankstelle in der High Street und das hübsche Haus daneben auch. Schöne Immobilie mit Potenzial. Ja, aber Sie können aufhören zu sabbern. Ich verkaufe nämlich nicht. Da könnt ihr mit Pfundnoten wedeln, so viel ihr wollt. Ich falle nicht um wie manche hier. Jetzt gehen Sie mir aus dem Weg, Haggard. Ich mache mich auf in meine schöne Immobilie. Der nächste Morgen beschert Tom eine Leiche. Jeder mochte ihn. Hat ihn gestern Abend noch gesehen. Sein Name ist Jamie Cruikshank. Arbeitete hier im Pub The Mate in Splendor. Was wissen wir bisher, George? Ich kannte das Opfer. Ich habe ihn gestern Abend noch gesehen. Netter Junge. Oh, das tut mir leid. Schüsse aus beiden Läufen einer Kaliber 12 Schrotflinte in den Rücken aus 5 bis 10 Meter Entfernung. Todeszeitpunkt? Etwa zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh gestern Nacht, grob geschätzt. Ich werde die Schrotkugeln sicherstellen und an die Ballistik schicken, wenn er geröntgt worden ist. Alles, was von dem Pfropfen da ist, aber bitte auch, ja? Natürlich. Da ist bei der Entfernung sicher was in der Wunde. Das könnte die Mütze von dem Jungen sein, Sir. Sieht völlig neu aus. Ja, und Mr. Sykes hat seine Schrotflinte der Spurensicherung übergeben. Wir brauchen eine Liste von allen Waffenscheinbesitzern in der Gegend. Was wir natürlich wirklich brauchen, sind die Hülsen zum Abgleich der Schlagbolzenabdrücke mit der Waffe. Im Wald hier ist alles voll von Hülsen, aber leider keine neuen. Gar keine neben der Leiche. Wo sind die Taucher? Kommen in etwa einer Stunde. Vielleicht finden die Mordwaffe in dem stinkigen Tümpel. Hat er sich hier mit jemandem getroffen, Sir? Ich weiß nur, dass irgendjemand die Hütte hier nutzt. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Jamie sich eine 30 Pfund teure Flasche Wein leistet. Naja,
Es sei denn, er hätte sie im Pub geklaut. Er war mit einem Freund hier, die haben was getrunken, mit der Flinte rumgealbert. Nein, wenn Jamie jemanden hier bei sich hatte, war es sicher ein Mädchen. Ja, in sowas lässt man den Specht hacken, wenn man nirgendwo sonst hin kann. Sehr sensibel formuliert, wie immer. Danke, Sir. Vor allen Dingen, Scott, müssen wir es den Eltern beibringen. Ich bin aus der Maid so etwa um 10:45 weggegangen. Keine Ahnung, wann Jamie weg ist. Der hat ja wohl noch sauber gemacht. Hatte Jamie eine Freundin? Nein, hatte Besseres zu tun. Er war doch mit Bella Monday zusammen. Das war er nicht. Das war er wohl bis kürzlich. Bella Monday, wohnt die auch im Dorf? Ja, sie arbeitet zusammen mit ihrer Mutter in der Maid im Restaurant. Besaß Jamie eine Schrotflinte? Ja, natürlich hat er eine. Eingeschlossen wie meine. Dürfen wir einen Blick darauf werfen? Wann sind die Waffen zuletzt benutzt worden, Sir? Vor 2 Wochen oder so. Danach habe ich sie gereinigt. Jamie hat sich in der Maid so wohl gefühlt. Ja, Michael Bannerman hat dieses Dorf aufgebaut. Und Steven und dieser Verbrecher Lawrence Haggard versuchen jetzt hier alles kaputt zu machen. Wer ist Lawrence Haggard? So ein Immobilienhai. Und er führt sich im Dorf hier wie im Supermarkt auf. Er kauft das Pfarrhaus, er kauft das Herrenhaus und jetzt versucht er mich zu kaufen. Mein Gott, merkst du gar nicht, wie du redest? Unser Sohn ist ermordet worden und du ziehst hier nur über Lawrence Haggard her. Das hat doch gar nichts zu tun mit unserem Jamie. Sie hat recht, Sir. Ihn kümmert nur, ob irgendjemand ihn aufzukaufen versucht. Aber Menschen bringen Trauer auf verschiedene Weise zum Ausdruck, Scott. Ja, Sir. Tom und Scott fahren zum Pub. Und das ist meine Tochter Bella. Hier entlang. Wenn ich mit Mr. Bannerman fertig bin, möchte ich mit Ihnen sprechen. Ja, natürlich. Wir werden uns auch mit Ihnen unterhalten müssen. Scott! Also bis gleich. Ich war in der Snackbar, als Steven Feierabend ausrief. Ich ging noch kurz durchs Haus, sagte allen gute Nacht und dann bin ich nach oben gegangen. Ach, ich glaube, Jamie sammelte da gerade noch einige Gläser in der Lounge ein. Sagen Sie bitte, was haben Sie oben gemacht, Mr. Bannerman? Oh, ich wohne hier im Haus, Inspektor. Nachdem meine Frau gestorben war, bin ich oben in eine kleine Wohnung gezogen. Wenn das so ist, können Sie unmöglich wissen, wann Jamie den Pub verlassen hat. Nein, da haben Sie recht. Was für ein Mensch war Jamie, Sir? Oh, er war großartig, beliebt bei allen. Immer gut gelaunt, konnte zupacken. Jeder im Dorf hier mochte Jamie. Er war doch mit einer jungen Dame zusammen, die hier arbeitet, oder? Bella Monday. Ja, er war sehr hinter ihr her, soweit ich weiß. Ja. Das sagt seine Mutter jedenfalls. Er hatte eine gewisse Schwäche für Waffen? Ich denke, Sie wollen wissen, ob er gejagt hat. Ja, das ist richtig. Jagd und Angelsport sind überaus beliebt hier im Dorf, darf ich mit Freude sagen. Jagen Sie auch, Mr. Bannerman? Leider nicht mehr, nein. Als damals meine Frau gestorben war, hatte ich, leichte Beschwerden mit dem Herzen. Inzwischen bin ich wieder fit, aber die Flinte habe ich an Steven weitergegeben. Nicht nur Ihre Flinte, den Pub auch? Ja. Nach diesem Warnschuss. Der Arzt meinte, ich müsste kürzer treten. Steven ist der Boss und er hat sich gut eingearbeitet. Die Maid in Splendor, was hat's damit auf sich? Das ist eine Sage aus dieser Gegend. Ein junger Ritter zieht auf einen Kreuzzug, bevor er seine Liebste zum Altar führen kann. Und sie schwört, dass sie auf ihn warten wird. Aber als er wiederkommt, ist er gebrochen vom Krieg. Und sie, immer noch schön wie zuvor, ist nicht einen Tag gealtert. Und um sie von ihrer Verpflichtung zu entbinden, stürzt er sich in den Lake Splendor und ertrinkt. Lake Splendor? Oh, das ist eine Art Tümpel oben in Hunter's Wood. Der Name ist ironisch zu verstehen, denke ich. Der Ritter stürzt sich in den Tümpel und Ende der Geschichte? Nein. Das Mädchen war zutiefst getroffen, denn sie liebte ihn noch immer. Ganz egal, wie alt und gebrechlich er war. Und so hat sie sich ebenfalls dort ins Wasser geworfen. Daher die Maid in Splendor. So habe ich's gern. Ein Happy End. Du bist so ziemlich der Einzige, dem ich im Dorf hier noch traue. Jamie ist vor mir gegangen, glaube ich. Ich habe auf Mom gewartet. Ich habe Mr. Bannerman noch Kaffee und Sandwiches raufgebracht. Das war kurz vor 11. Wir haben noch so 10 Minuten geplaudert, dann bin ich runter ins Restaurant, um die Abrechnung zu machen. Jamie kam rein, um sich zu verabschieden. Das war ungefähr 10:45. Dann habe ich Bella nach Hause gebracht. Hat Jamie erwähnt, wohin er an dem Abend wollte? Nein, aber er hat mich gefragt, ob ich noch nach Corsten mitkäme. Ich sagte, ich würde noch ausgehen. Aber Sie sind nicht ausgegangen, oder? Ich hatte es mir überlegt.
Ich war müde, deswegen bin ich bei Mom geblieben. Sie waren eine Weile mit Jamie zusammen, nicht wahr? Wir waren nur ein paar Mal zusammen aus. Er war wirklich nett, doch. Aber er war ein bisschen, Sie wissen schon, jung für sein Alter. Waren Sie mit Jamie mal in der alten Hütte in Hunter's Wood? Nein, da war ich noch nie. Leider müssen wir Sie mit diesen Fragen belästigen. Hatte Jamie eventuell Feinde hier im Dorf, von denen Sie wüssten? Leute, die ihn nicht mochten? Jamie verstand sich mit jedem im Dorf. Bis auf seinen Vater. Der hat es gehasst, dass er hier arbeitete. Warum? Michael Bannerman ist im Dorf überaus beliebt, Inspektor. Jetzt, wo Stephen Bannerman das Geschäft übernommen hat, wissen Sie, Michael Bannerman nachzufolgen ist schwer. Das Geschäft läuft weiter, ja? Ganz recht. Tut mir leid, das mit Jamie. War ein guter Junge. Aber das Leben muss weitergehen. Ja. Um welche Zeit ist Jamie gestern Abend gegangen, Sir? Etwa um 22:45 hat er sich bei mir verabschiedet. Was denken Sie, was wollte er in Hunter's Wood? Blödsinn machen, nehme ich an. Und was haben Sie gestern Abend nach dem Schließen getan, Mr. Bannerman? Ich? Ich war hier unten, ich hatte noch Papierkram. Ganz allein? Ja. Wie lange? Etwa eine Stunde oder anderthalb. Umsatzsteuer, der reine Albtraum. Und wo waren Sie danach? Zu Haus. Was denken Sie denn? Es war ungefähr 13:30. Jagen Sie, Sir? Allerdings. Wann haben Sie Ihre Flinte zuletzt benutzt? Das war heute Morgen. Ein Kernickel fürs Abendessen. Ich danke Ihnen. Oh, da ist nur noch eine Sache. Was wissen Sie von der Beziehung zwischen Jamie und Bella Monday? Eine Beziehung, meinen Sie? Sie soll ihn abserviert haben und er war ein bisschen sauer. Falls Jamie je mit Bella zusammen war, dann nur in seinen feuchten Träumen. Er hat sie belästigt, weiter nichts. Ich habe ihm gesagt, lass es. Es hat sich auf ihre Arbeit ausgewirkt. Nach den Befragungen beraten sich Tom und Scott bei einem Ale. Ein Typ kommt aus dem Krieg zurück, seine Verlobte sieht immer noch scharf aus, also hüpft er in den Tümpel und sie geht hin und springt hinterher, also verarschen kann ich mich alleine. Ein wohlgemeinter Rat, was Ihre Zeugenbefragungstechnik angeht. Sir? Sabbern, Sergeant. Wenn Sie Aussagen von attraktiven Zeuginnen aufnehmen, wird in den Vorschriften nicht empfohlen. Sabbern, Sir? Sabbern, Sir. Also los, Leute. Oder habt ihr alle kein Zuhause? Brandy. Einen Doppelten. Clive, alter Junge. Geh doch besser nach Hause und kümmere dich um Maureen. Schon in Ordnung, Clive. So, hier. Ein großer Brandy. Auf Kosten des Hauses. Was? Ich sag euch was. Machen wir eine Lokalrunde draus. Wie wäre das? Was ist denn in dich gefahren? Wisst ihr, bald werde ich das Vergnügen nicht mehr haben, gemeinsam mit euch das Glas zu erheben, Gentlemen. Diese Bar wird abgerissen. Ich erweitere das Restaurant. Ich wusste es doch. Offen gestanden kann ich es kaum erwarten. Habt ihr mal überlegt, wieso ihr die einzigen Leute in dieser Bar seid? Wenn jemand hier reinkommt, sieht er erstmal diesen Wurzelzwerg hier. Einen alten Saufsack, der riecht wie ein Marder unterm Arm. Oh. Und dich. Einen versoffenen alten Meckerer, der das Maul nur aufbekommt, um zu jammern. Und dann dreht sich jeder um und marschiert wieder raus. Ja. Yeah. Du glaubst nicht, wie viele Jahre ich mich darauf schon gefreut habe. Hausverbot, Crookshank. Lebenslang. Wenn du dich je wieder in diesem Pub blicken lässt, dann gibt's was aufs Maul, das verspreche ich dir. Aber um Himmels Willen, Stephen. Der arme Mann hat gerade erst seinen Sohn verloren. Michael lässt sich das nicht gefallen. Der hat hier keine Entscheidungen mehr zu treffen. Das war einmal. Und jetzt raus mit dir. Du hast einen verdammt großen Fehler gemacht, Junge. Hör mal zu. Dein Kanal. Also, ich denke, das war völlig unnötig, Stephen. Seit wann kümmert mich, was du denkst? Na komm, Clive, ich bring dich nach Hause zu Maureen. Ich schlage vor, dass wir diesen Vorfall für uns behalten. Clive hat auch so schon genug Kummer, denke ich. Keine Arbeitskleidung. Und du, raus!
8 cm Durchmesser der Eintrittswunden. Demnach war der Schütze 4 bis 5 Meter entfernt. Hier haben wir Bleischrot von der Art, die man für Vögel und Niederwild nimmt. Wie bei jeder anderen Schrotflinte in Midsommar. Was ist mit dem Pfropfen? Habe ich an die Ballistik geschickt. Sah nach Kaliber 12 aus. Anzeichen dafür, dass ein Kampf stattgefunden hat? Gar keine, bloß die Einschusswunden. Ist die Mordwaffe schon aufgetaucht? Nein. Ich lasse es aufschicken. Es könnte sein, dass er den Täter kannte, sich mit ihm traf und dann ging alles furchtbar schief. Also, George, Sie verkehren wohl häufiger in der Maid in Splendor. Ich gehe ab und an mal hin, trinke ein Bier mit Michael Bannerman und plaudere ein bisschen übers Angeln. Was ist mit dem Sohn, Stephen? Ich kenne Stephen kaum. Oh, ich bitte Sie, George. Sie haben doch mit ihm gesprochen und er strahlt nicht gerade Herzlichkeit und Frohsinn aus, oder? Nein, sicher nicht. Und er genießt kein Vertrauen im Dorf. Man munkelt, dass er auf der Lohnliste von diesem Immobilientyp Haggard steht. Und das Mädchen, das eine Weile mit Jamie zusammen war, Bella Monday? Ja, die arbeitet mit ihrer Mutter im Restaurant. Ich krieg sie selber kaum zu Gesicht. Aber ich habe vor kurzem was Merkwürdiges gesehen. Was denn? Ich war neulich in der Bar, zusammen mit Michael und diesem alten Schurken Benbow. Und wir haben übers Fliegenfischen gesprochen, glaube ich. Es war sicher eine Stunde, nachdem Stephen den Feierabend ausgerufen hatte. Und auf dem Weg nach draußen, da habe ich Stephen und Bella an der Hintertür gesehen. Und was war merkwürdig daran? Ich könnte mich täuschen, aber ich hatte das Gefühl, die waren im Clinch. Natürlich war es dunkel, Tom, also interpretieren Sie da bitte nicht so viel hinein. Die Taucher haben nichts aus dem Tümpel geholt, Sir. Keine Mordwaffe. Im Wald hatten wir auch kein Glück. Jede Menge alte Patronenhülsen, aber in der Nähe vom Tatort keine neuen. Was ist mit der Waffe? Doppelläufig, Kaliber 12. George Bullard hatte übrigens recht bei den Schrotkugeln. Für Vögel und Niederwild. Wirrgebohrung intakt, also keine abgesägte Gangsterflinte. Und Berichte über gestohlene Flinten haben wir auch nicht, vermute ich. Nicht einen, Sir. Das hier sind alle Waffenscheininhaber in der Gegend. Sie sind alle da versammelt, Sir. Stephen Bannerman, Wesley, die Crookshanks und sogar dieser Immobilientyp Lawrence Haggard. Wir könnten alle beschlagnahmen, die Balliste kann sie abfeuern, Pfropfen und Schrot vergleichen. Das könnten wir sicher, aber es hätte nur begrenzte Beweiskraft und teuer wäre es obendrein. Aber damit drohen könnten wir. Inwiefern? Wir tun so, als würden wir an allen Untersuchungen durchführen. Es könnte interessant sein, wie manche darauf reagieren. Wer zum Beispiel? Wie wäre es für den Anfang mit Stephen Bannerman? Warum? Stephen? Stephen hat kein Alibi für die Nacht des Mordes vorzuweisen. Und ein, zwei Dinge gibt es da auch, die sowohl ihn betreffen, als auch Jamie Crookshank. Könnten Sie eventuell zu Stephen fahren und ihm beibiegen, dass wir irgendwann seine Schrotflinte testen wollen? Es wäre mir ein Vergnügen, Sir. Ich fahre zu diesem Lawrence Haggard und knöpfe ihn mir vor. Holland & Holland. Sehen Sie sich die Gravuren an. Oh ja, wirklich schön. 120.000. Eine? Sie sind wohl kein großer Waffener, Inspektor. In meinem Beruf bringen die meistens was Schlimmes. Ja. Da haben Sie wohl recht. Sollen wir? Ich trinke gern einen Champagner um diese Zeit. Lassen Sie mich überlegen, da war ich zum Abendessen in der Maid mit Amanda, meiner rechten Hand, und Marcus Poole, einem Kollegen. Wir sind bis 11 dort geblieben. Danach waren wir hier und haben noch geredet bis um... Wie lange? Ich denke, bis 2 Uhr früh. Sagen Sie, haben Sie Jamie Crookshank an diesem Abend gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Gewöhnlich bedient er in einer von den Bars. Seinen Vater habe ich getroffen. Wann war das? Als wir gerade gehen wollten. Er kam gerade aus der Snug Bar. Etwas angeschlagen, nach meinem Gefühl. Sie versuchen, ihm die Tankstelle abzukaufen, ist das richtig? Seine Tankstelle ist fast pleite, Inspektor, und mein Angebot ist sehr großzügig. Haben Sie so etwas wie eine geschäftliche Übereinkunft mit Stephen Bannerman? Soweit ich weiß, haben wir ihm gelegentlich einen Konsultationsbonus bezahlt. Konsultationsbonus? Ich verstehe. Ist bestimmt nützlich, wenn jemand an Bord ist, der das Dorf kennt, weiß, wer Schulden hat und so weiter und wer für ein Angebot von Ihnen empfänglich wäre. Ohne Infos läuft im Geschäft nichts. Hat Stephen Ihnen beim Kauf der Tankstelle an der Corston Road geholfen? Wo Sie es erwähnen, ja, das könnte sein. Und Sie verkauft das billigste Benzin in der Grafschaft, habe ich gehört. Kein Wunder, dass Clive Crookshanks Tankstelle pleite geht. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Ohne die richtigen Infos läuft bei der Polizeiarbeit gar nichts.
Und warum wollen Sie unbedingt meine Schrotflinte haben? Für Tests. Welche Art Tests? Unsere Ballistiker werden die Waffe abfeuern und dann vergleichen sie Propfen und Schrot mit dem, was im Fall Jamie Cruikshank verwendet worden ist. Reine Routine, Sir. Warum ich? Nicht nur Sie, Sir. Wir bitten jeden darum, der für die Nacht des Mordes kein Alibi vorweisen kann. Ich glaube, ich möchte Ihnen meine Waffe nicht geben. Ich benutze sie fast jeden Tag. Dann muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich Ihnen Umstände mache. Wir besorgen uns einen Gerichtsbeschluss. Das macht es Ihnen einfacher. Überflüssig. Ich kann ein Alibi vorweisen. Ach. Ich habe den Pub zusammen mit Lorna um etwa 20 vor 12 verlassen. Sie hat mich dann zu Lawrence Haggard gefahren. Da war ich bis etwa 2, vielleicht 3 Uhr morgens. Wieso erfahren wir erst jetzt davon, Mr. Bannerman? Weil es meine verdammte Angelegenheit ist. Und weil niemand im Dorf sein blödes Maul halten kann. Kommen Sie nach Feierabend vorbei. Wir unterschreiben die Papiere. Nein, nicht heute. Nach dem Mord glauben alle Leute, dass sie das Recht haben, sich um meinen Kram zu kümmern. Es geht aber nicht anders, Steven. Wir müssen morgen ganz früh zurück nach London fahren. Na gut. Ich brauche eine halbe Stunde. Und ich komme zu Fuß. Ich will nicht, dass mich jemand sieht. Wieder eine Schrotflinte, Tom, aus nächster Nähe, wie es aussieht. Keine Spur von der Mordwaffe, Sir, und auch keine Hülsen. Wer hat uns verständigt? Lawrence Haggard, Sir. Er hat den Schuss gehört. Sein Haus ist das hier. Sie sagen, er war auf dem Weg zu Ihnen. Ja. Das Schlimme ist, er wollte erst überhaupt nicht kommen. Warum nicht? Er wollte nicht gesehen werden wegen des Tratsches hier im Dorf. Deswegen kam er auch zu Fuß. Wieso? Aus welchem Grund wollte er zu Ihnen? Marcus muss ganz früh morgen nach London zurück. Wir mussten das Geschäft heute abschließen. Von welchem Geschäft sprechen Sie, Sir? Wir kaufen die Made in Splendor. Deshalb war Steven in Sorge wegen des Klatsches. Er hätte den Laden weitergeführt, alles genau wie vorher. Bis auf die Gewinne. Das heißt also, Sie haben hier auf Steven gewartet, nachdem Sie aus der Maid kamen, richtig? Das habe ich gesagt, ja. Wer wusste, dass Steven Sie besuchen wollte? Niemand, soweit ich weiß. Es sollte keiner im Dorf erfahren, was er wirklich für Pläne hatte. Aber was ist mit seiner Frau? Seinem Vater? Am allerwenigsten die beiden. Der Mörder muss gewusst haben, dass Steven Bannerman diesen Pfad benutzen würde. Und Steven hat ja nicht gerade wenige persönliche Feinde. Clive Cruikshank hat sich wohl im Pub neulich daneben benommen. Steven hat ihn rausgeschmissen. Wann haben Sie das erfahren? Ich habe Bella Monday getroffen. Sie Wieso haben Sie mir das nicht gleich erzählt? Verzeihung, Sir. Es ist mir entfallen. Außerdem war Steven da ja noch am Leben, also schien es mir nicht so wichtig. Ich treffe die Entscheidung darüber, was wichtig ist. Ja, Sir. Und Scott. Sir. Wenn Sie gewohnheitsmäßig Ihre geistigen Fähigkeiten einbüßen, sobald Ihnen jemand wie Bella Monday über den Weg läuft, dann werden Sie mit mir, und das verspreche ich Ihnen, mächtigen Zoff kriegen, wie Sie es wahrscheinlich nennen. Haben Sie gewusst, dass ich Ihren Mann gestern Abend mit Lawrence Haggard treffen wollte? Nein. Wussten Sie, dass Steven ein Geschäft mit Lawrence Haggard plante? Steven war ihm ab und zu behilflich, so viel wusste ich. Nein, nein, was ich meine ist, dass Steven die Maid an Haggard verkaufen wollte. Das würde er nicht. Davon hätte er mir erzählt. Lorna, wir können die Wand nicht einfach wegnehmen. Das ist eine tragende Wand. Nicht jetzt, bitte. Oh, Entschuldigung, Mrs. Bannerman. Dass er heute kommen wollte, wusste ich nicht. Wo kann ich Michael Bannerman finden, bitte? In der Snack. Haben Sie gefeiert, Sir? Was? Ach so, Sie meinen wohl wegen Steven Bannerman. Nein, das habe ich nicht. Ich hatte nichts für den Mann übrig, aber ich wünsche keinen den Tod. Andererseits haben Sie ihn mit einer Schrotflinte bedroht, nicht wahr? Woher haben Sie das? Das hat uns ein Vogel gepfiffen. Ach was, Blödsinn. Wir hatten ein bisschen was getrunken, das war alles. Die Flinte war nicht mal geladen. Wo waren Sie vergangene Nacht, Mr. Cruikshank? Ich war in Corston, Angelclub-Versammlung. Ja, und zurückgefahren bin ich mit Wesley und ein paar von den anderen. Ja, aber wir waren nicht vor eins wieder zurück und da hat's auf dem Pfad schon wie verrückt vor lauter Bullen gewimmelt und darum kann ich es ja wohl kaum gewesen sein. Verstehe. Ja. Ja, ich sag's ihm, danke. Es waren Abdrücke auf der Weinflasche, die in der Hütte stand, Sir. Von wem wissen Sie noch nicht? Dann müssen wir von den Opfern Abdrücke zum Vergleich machen. Wird schon erledigt, Sir.
Also, was war los? Jamie und Steven sind tot, weil der Pub verkauft werden sollte? Nein, ich denke, die Geschichte reicht in Wirklichkeit sehr viel weiter zurück. Wie meinen Sie? Ich denke, es ist eine Liebesgeschichte, Scott. Halten Sie Bella für beteiligt, Sir? Es gefällt mir zwar nicht, aber ja, ja. Ich könnte ja später noch mal mit ihr reden, also sozusagen inoffiziell. Wer weiß, vielleicht bringe ich sie zum Plaudern. Vielen Dank für das Angebot, Scott. Aber ich denke, wir brauchen noch ein paar Informationen, ehe wir uns mit Bella beschäftigen. Zum Beispiel, Sir? Von wem die Abdrücke auf der Weinflasche sind. Und ob Steven und Jamie mit derselben Waffe ermordet wurden. Morgen hören wir ja von der Ballistik. Und dann sieht er auf einmal diese komische Frau und rennt ihr nach wie ein Verrückter. Und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dafür gibt es ganz bestimmt eine Erklärung. Verlass dich nicht drauf. Ich würde beinahe wetten, da kommt er. Wäre es möglich, dass Sie etwas vergessen haben? Sir? Kali. Kali? Ich muss sie sofort suchen. Scott, sie ist hier. Hier? Richtig, Sergeant. Und sie hat dringenden Gesprächsbedarf. Sir? Wie geht es Mr. Benbow? Ach, er hat nur ein bisschen viel Rauch abgekriegt. Sie behalten ihn für alle Fälle über Nacht im Krankenhaus. Er hatte großes Glück, dass die Schlafmützen in Uniform da draußen ihn gehört haben. Die hätten ihn überhaupt nicht hier reinlassen dürfen. Was hat er gesagt, was er hier wollte? Ach, er hatte was getrunken, wollte sich hier ausschlafen, hat eine Kerze umgeworfen und... Und alles nur Stunden, nachdem wir ihn nach der Hütte befragt hatten? Das kann doch kein Zufall sein. Sie denken, er wollte die Hütte abfackeln? Ich denke, unser Mr. Benbow ist ein gerissener Alter. Was weiß ich, das glaube ich. Scott, stellen Sie sich mal in die Tür, bitte. Was? Bloß doch. Jamie Cruikshanks Mütze war funkelnagelneu, genau wie seine Wachsjacke. Ja, und? Beides hatte mit den Sachen von Steven Benhaman Ähnlichkeit. Jamie Cruikshank wollte sich hier an diesem Abend mit jemandem treffen, der noch nicht wusste, dass Jamie neue Sachen trug. Und Jamie stand in der Tür, so wie sie jetzt. Sie meinen, der Mörder dachte, dass Jamie Steven wäre? Ja, möglicherweise. Kommen Sie. Sir? Was denn? MB und AM. Michael Benhaman und Audrey Mundy, Sir? Vielleicht wollte Benbow das ja vernichten. Aber wozu? Audrey ist Witwe, Michael ist Witwe. Sie dürfen doch beide machen, was sie wollen, Scott. Ja, Sir. Aber ich glaube, das stammt aus der Zeit, bevor Michaels Frau gestorben ist. Oh ja, Sie haben recht. Wie Sie sagten, Sir, die Geschichte ist möglicherweise alt. Wir sollten mal reden. Kannst du es wohl nicht erwarten, hier alles kaputt zu schlagen, oder? Es ist mein Pub, Michael. Weshalb wir uns auch unterhalten müssen. Na los, dann spuck's aus. Der Architekt meint, dass wir den oberen Teil in 5 Doppelzimmer mit Bad umbauen können. Deswegen musst du raus aus der Wohnung, Michael. Ich brauche sie. Ich verstehe. Gleich nach der Beerdigung. Das war ein böser Tag, als Steven dich genommen hat. Ein böser Tag für uns alle. An dieser Geschichte zerbricht Midsummer Worthy noch. Es ist eine Schande. Erzählen Sie mal von Michael Benhaman und Audrey Mundy, George. Was soll mit denen sein? Da lief doch was zwischen den beiden, oder? Sie wissen ganz genau, wie ich Tratsch verabscheue, Tom. Und die Geschichte fing lange vor dem Tod von Michaels Frau an, stimmt's? Hören Sie, nach dem Tod von Audreys Mann hat Michael sich um Sie und Bella gekümmert. Er war sehr gut zu Ihnen. Es gab Gerede, sicher, und als später Susan starb, glaubten viele, Michael würde Audrey heiraten. Aber das hat er nicht. Nein. Verzeihen Sie, Dr. Bullard, Sir. Sieht aus, als wären Jamie Cruikshank und Steven Benhaman mit derselben Waffe ermordet worden. Oh, gut. Ja, also Steven Benhamans Abdrücke waren auf der Weinflasche, aber es sind noch mehr Abdrücke da, kleinere. Die von einer Frau, George? Mag wohl sein. Bella Mundy? Ich weiß, wie wir das herausfinden werden. Sie hatten mir gesagt, Sie seien nie mit Jamie Cruikshank draußen im Wald bei der alten Hütte gewesen. War ich auch nicht. Aber waren Sie vielleicht mal mit Steven Benhaman dort?
Nein. Meine Tochter würde nie so etwas tun. Wir haben eine leere Weinflasche dort gefunden, mit Stevens Fingerabdrücken drauf. Was soll das mit mir zu tun haben? Es waren noch die Abdrücke von jemand anderem auf der Flasche. Die einer Frau vermutlich. Soll das heißen, Sie glauben, dass es Bellas Abdrücke sind? Nun, es würde mich interessieren, ob Sie übereinstimmen. Und wenn ja, was bedeutet das schon? Bella arbeitet in der Maid. Sie wird da die Flasche angefasst haben. Wer sagt, der Wein stammt aus dem Pub? Sie doch, oder? Nein. Nein, ich nicht. Mama hat recht. So war das. Stephen hat mich gebeten, sie aus dem Keller zu holen. Wie dämlich. Wie dämlich kann ein einzelner Mensch sein? Da hängt so ein kleiner Wandschrank und manchmal bittet er mich, für ihn einen Whisky hineinzustellen. Bella, du weißt, dass Michael weniger trinken soll. Wenn Michael mich um was zu trinken bittet, kann ich nicht Nein du sagen. Du könntest, wenn... Augenblick. Wussten Sie von der Sache mit Bella und Stephen? Ja. Ich spreche mit Mom über alles. Ich habe versucht, es ihr auszureden. Stephen hatte gesagt, er würde Lorna verlassen. Ich fand, so etwas darf man nicht glauben. Diese Lüge gibt es schon länger als die Welt. Bella, ich möchte mit Ihrer Mom gern unter vier Augen sprechen. Schon gut. Das hatte Michael wohl zu Ihnen gesagt, dass er ihretwegen seine Frau verlassen würde. Er war mir immer ein guter Freund, auch für Bella. Wie lange? 20 Jahre schon? Und er war mein Boss. Und das ist alles, was Sie über meine Beziehung zu Michael Bannerman wissen müssen, Inspektor. Anruf aus dem Krankenhaus, Sir. Die haben zwei Hülsen von Schrotpatronen bei Benbow gefunden. Wieso ist das so bemerkenswert? Er hat eine Schrotflinte. Verbrauchte Hülsen, Sir? Wieso hebt ihr die auf? Was sagt Benbow dazu? Der will von gar nichts wissen, Sir. Aha, tatsächlich. Wie lange muss ich denn noch nutzlos hier liegen? Ich bin viel beschäftigt. Ich habe Sachen zu erledigen. Und der Fraß hier ist Mist. Oh, was ist das denn? Sagen Sie es mir, Sonnenschein. Die hatten Sie bei sich. Oh, nicht doch im Leben nicht. Mr. Benbow, gestern Nacht haben Sie einen Tatort größtenteils zerstört. Vielleicht möchten Sie wissen, wie das Essen in U-Haft schmeckt. Oh, die meinen Sie? Stammen die aus Ihrer Flinte? Nein, sicher nicht aus meiner. Nein, die habe ich nämlich im Wald gefunden. In der Nähe der Hütte? Etwa 100 Meter weit weg. Der Wald ist voll von verbrauchten Hülsen, Mr. Benbow. Was ist mit den beiden? Wissen Sie, die haben mich verwirrt. Was ist daran so verwirrend? Sehen Sie, die Sache ist die, solange ich herumliege, kann ich doch nichts verdienen. Ich habe meine laufenden Kosten, genau wie jeder Mensch auf der Welt sonst auch. Oh! Sehen Sie sich den Namen auf den Hülsen an. Wilkinshaw. Wilkinshaw hat schon vor Jahren aufgegeben. Wir haben eine Ewigkeit keine Schrotpatronen hergestellt. Michael! Ich habe dich überall gesucht. Dann habe ich deinen Wagen am Waldrand gesehen. Ich bin ewig nicht mehr hier gewesen. Sie wirft mich hinaus. Was? Lorna, sie wirft mich aus dem Pub. Gut. Du musst ein für alle Mal von dort weg. Und ich genauso. Das ist unsere Chance, Michael. Nein, ich brauche noch mehr Zeit. Aber mehr Zeit gibt es nicht. Du hast die Zeit aufgebraucht. Lawrence Haggard bietet mir an, mein Haus zu kaufen. Was? Ich fahre heute Nachmittag hin und nehme sein Angebot an. Bella und ich werden von hier wegziehen, Michael. Das könnt ihr doch nicht tun. Ihr könnt mich nach so vielen Jahren nicht verlassen. Du willst mich hier halten? Ja. Dann nehme ich zur Frau. Scott, diese Patronen, die stammen aus der Zeit vor dem Waffengesetz von 88. Sir, das ist der Rest. Danke. Davor war das Gesetz extrem lasch. Praktisch jeder durfte eine Schrotflinte besitzen. Alte Patronen, alte Waffe, meinen Sie? Vor 88 sind Schrotflinten nicht mal registriert worden. Dann wurde das Gesetz verschärft und viele Leute mit Waffenschein haben ihre nicht verlängern lassen. Aber ihre Schrotflinten behalten. Genau so ist es ja. Nur dann bringen uns diese Aufzeichnungen doch nichts.
Naja, möglicherweise diese Aufzeichnung, nicht Scott. Wir brauchen vollkommen andere Aufzeichnungen. Was für welche? Was für welche? Ich denke an bildliche Aufzeichnungen, Fotografien. Zur selben Zeit. Wer ist da? Ich bin's, Michael. Mom ist nicht da. Ich wollte auch zu dir, Bella. Mom hat sie schon gesucht. Ja, und sie hat mich gefunden. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Das freut mich. Geht's Ihnen gut? Wir sollten uns auch unterhalten. Fahren wir ein wenig spazieren. Aber ich muss hier auf Mom warten. Es ist wichtig, Bella, für dich und deine Mutter. Für eure Zukunft. Hallo? Sie hat sich wirklich nicht mit Warten aufgehalten. Oh nein, verflucht. Das darf doch nicht wahr sein. Da war doch eins von den Benamins und den Mundys an der alten Hütte in Hunter's Wood. Ist es da? Ich weiß, was Sie meinen. Bingo. Ja. Das ist Michael Benamin mit seiner Flinte, die er nachher an Steven weitergegeben hat. Und das ist bestimmt Audreys Mann mit seiner Flinte. Ja, und der ist vor 17 Jahren gestorben? Und Audrey hat keinen Waffenschein beantragt, als das neue Gesetz in Kraft trat. Aber die Schrotflinte stand wahrscheinlich im Schrank herum, zusammen mit den Patronen. Wozu die Flinte? Ach, ich erwische vielleicht fürs Abendessen ein saftiges Rebhuhn oder Täubchen. Ich muss langsam wieder zurück. Bella, ich bin immer gut zu dir gewesen, oder? Ja. Hab mich um euch beide gekümmert. Ja, das haben Sie. Dann erweise mir bitte diesen winzigen Gefallen. Das tue ich ja. Mrs. Mundy. Was wollen Sie? Dürfen wir reinkommen? Ich hätte eine Reihe von Fragen an Sie, Mrs. Mundy. Sie betreffen die Schrotflinte Ihres Mannes. Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Er hatte eine Schrotflinte, das ist doch richtig. Vor vielen Jahren, ja. Wieso? Haben Sie sie noch? Nein, nicht mehr. Wo ist sie nach seinem Tod geblieben? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Das ist immerhin 17 Jahre her. Na, wenn Sie es vergessen haben, dürfen wir uns doch gewiss kurz danach umsehen. Das dürfen Sie bestimmt nicht. So weit kommt es noch. In dem Fall wird ihr Scott einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss beantragen. Und wir beide setzen dieses freundliche Gespräch auf dem Revier in Corston fort. Michael? Alles in Ordnung? Ja. Ich war hier früher oft mit deiner Mutter. Ich weiß. Ah, wir haben unsere Initialen in der Hütte in einen Balken geschnitzt. Genau wie Teenager. Ich finde es romantisch. Naja. Oh, würdest du gerade mal bitte? Der bringt mich noch um. Oh, ich danke dir. Wundervoll. Mom ist unglücklich, das wissen Sie. Sie denkt, Sie lieben sie nicht mehr. Ja, ich weiß. Genau darüber haben wir gesprochen. Und jetzt ist alles in Ordnung. Wirklich? Das heißt, dass Sie Mom heiraten? Aber das wäre wundervoll. Nein, ich kann deine Mutter nicht zur Frau nehmen, Bella. Wieso denn nicht? Was soll mit ihr sein? An wen erinnert sie dich? Keine Ahnung. Niemanden. Es ist eben Mom in Jünger. An dich, Bella. Sie sieht aus wie du. Das tut sie nicht. Ihre Nase ist breiter und ihre Augen stehen enger zusammen. Ja, du hast recht. So schön wie du bist, ist sie niemals gewesen. Das stimmt gar nicht. Du hast mehr von Audrey an dir als sie selber. Das ergibt keinen Sinn. Oh, doch, für mich. Das ist der Grund, aus dem ich deine Mutter nicht heiraten kann. Weil ich verliebt in dich bin. Nein, sagen Sie das nicht. Nach dem Tod von Susan habe ich erkannt, was mir an Lebenszeit noch übrig bleibt. Es gibt nur einen Menschen, mit dem ich sie verbringen möchte. Das bist du. Nein, bitte. Sie dürfen das nicht sagen. Also habe ich etwas entschieden. Ich möchte
für dich fragen, Bella, ob du eine Chance siehst. Ganz egal wie klein, dass du und ich unser Leben gemeinsam verbringen könnten. Bitte, nehmen Sie die Flinte runter. Und wenn die Antwort Nein lautet, habe ich entschieden, dass alles zu Ende ist. Also wie lautet die Antwort? Sie werden immer mein Freund sein, Michael. Das wissen Sie doch. Mein Freund. Nicht die Antwort, auf die ich von dir gehofft hatte, Bella. Wann genau haben Sie Michael Bannerman die Flinte gegeben? Wie ich schon gesagt habe, gar nicht. Er muss sie von meinem Mann bekommen haben. Mrs. Mundy, warum sollte ich Ihnen glauben? Sie haben mich die ganze Ermittlung hindurch belogen. Sie haben behauptet, Sie hätten kein Verhältnis mit Michael Bannerman gehabt, aber das hatten Sie. Sie haben gesagt, Bella habe kein Verhältnis mit Steven, aber das hatte sie. Und Sie haben mir gesagt, Sie seien oben in Michaels Wohnung gewesen und hätten mit ihm gesprochen, während Jamie erschossen wurde. Ich hatte Kaffee und Sandwiches zu Michael raufgebracht, zu Mr. Bannerman. Und zwar war es da kurz vor 11. Wir haben vielleicht 10 Minuten geplaudert. Dann war ich im Restaurant und dort habe ich die Abrechnung gemacht. Jamie ist reingekommen, um Gute Nacht zu sagen und da war es ungefähr 11:15. Aber Bella hat doch Michael genau zu dieser Zeit unten gesehen. Er hat einen Scotch getrunken, den sie für ihn versteckt hatte. In der Nacht, als Steven erschossen wurde, da wollen sie Michael sein Abendessen aufgebracht haben, denn er wollte früh schlafen gehen. Und das war auch eine Lüge. Weil Michael da schon auf Steven auf dem Fußweg, der am Haus von Haggard vorbeiführt, wartete. Und ich habe mich gefragt, konnte Michael gewusst haben, dass Steven auf diesem Fußweg vorbeigehen würde? Und dann fiel mir wieder ein, Haggard hatte mir gesagt, dass sie ihn an diesem Abend bedient hatten. Hat Michael Steven erschossen, weil er vorhatte, die Maid zu verkaufen? Michael hasste, was Steven aus seinem Pub machte. Und Jamie Cruikshank, wie ist Jamie da bloß reingeraten? Er war verrückt nach Bella. Als sie Schluss machte, war er völlig am Boden. Irgendwann nachts ist er ihr gefolgt, um zu sehen, mit wem sie sich traf. Und es war Steven. Und Jamie hat ihnen davon erzählt, nicht wahr? Ja. Und durch sie erfuhr es Michael. Ja. Und hat er zu diesem Zeitpunkt die Flinte von ihnen verlangt? Oh nein. Er hätte die Flinte niemals verlangt. Ich habe sie ihm gegeben. Weswegen genau war Michael derart wütend? Wegen Stevens Plan, den Pub zu verkaufen. Und Sie denken nicht, es war Eifersucht? Wie kommen Sie darauf? Als er herausfand, was zwischen Bella und Steven lief. Das war der Grund, aus dem er so wütend wurde, oder? Nein. Darum drehte sich doch überhaupt alles, dass Michael völlig besessen von ihrer Tochter war. Das stimmt doch, oder? Es war alles nur die Schuld von Steven. Und wie ist das möglich? Steven hasste mich. Er hasste, dass Michael und ich eine Beziehung hatten. Steven wollte um jeden Preis alles kaputt machen. Ich dachte nur, wenn Steven nicht mehr da wäre, dann würde Michael zur Vernunft kommen. Und alles könnte wieder so werden, wie es war. Als Sie hörten, was Jamie geschehen war, da wussten Sie ganz genau, was da passiert war, oder? Aber Sie sind nicht zur Polizei gegangen. Sie haben geschwiegen. Wieso? Weil Steven Bannerman immer noch lebte. Wir lassen Anklage erheben. Wegen Beihilfe zum Mord an Jamie Cruikshank und Steven Bannerman. Mrs. Bannerman. Ich bringe Ihnen das zurück. Die Fotografie. Die wandert gleich in den Müll. Bitte, das liegt natürlich ganz bei Ihnen. Solange Sie nur hier den Empfang quittieren, bitte. Da. Die Verwandlung hier ist wirklich kaum zu glauben. Wir eröffnen nächste Woche. Kommen Sie doch gerne auf einen Drink vorbei. Ich glaube nicht, danke. Es hat mir vorher besser gefallen. Keine Arbeitskleidung. Ja. Jetzt muss ich zum Trinken ins Cricketers in Badger's Drift gehen. Schön für Badger's Drift. Auch
dieser Fall wurde dank des scharfsinnigen Inspektors gelöst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Fall von Inspektor B. Auf dem englischen Land passieren keine Verbrechen? Dann besuchen Sie die Grafschaft von Inspektor B. Nur hier bei Hör mal zu. Colton, 44 Jahre alt, wurde tot in seiner Metzgerei im Dorf Bleakridge gefunden. Oh, wir fahren ins Banditenreservat. Bitte? Bleakridge, immer schon das abgelegenste Dorf in ganz Midsommar. Drumherum liegen Moore. Hört sich an wie ein Horrorfilm. Es hätte eine Weile auch hineingepasst. Die Verbrechensrate war für ein Dorf ungewöhnlich hoch und es galt bis vor 2 Jahren als praktisch gesetzlos. Das Problem war die Lage. Das Dorf liegt so weit von allem entfernt, dass unsere Leute einfach viel zu lange brauchten, um hinzukommen. Und wenn wir hinkamen, war es zu spät. Und sowas spricht sich herum. Ja, sie kamen massenhaft her. Einbrecher, Autodiebe, illegale Rennfahrer, illegale Müllentsorger. Gangsters Paradise, Sir. Wir haben hier stumpfe Gewalteinwirkung auf der Rückseite des Schädels mit Kraft ausgeführt. Nur Einschlag. Der Täter hat ihn rücklings überfallen. Wir haben auch Blutspuren auf dem Fußboden hinter ihnen. Wahrscheinlich hat man ihn draußen niedergeschlagen und dann hier hereingeschleift. Und die Tatwaffe? Nach der suchen wir noch. Todeszeitpunkt? Normalerweise bestimmt man den Todeszeitpunkt durch die Körpertemperatur. Und dass er über Nacht im Kühlraum war? Hilft nicht unbedingt, nein. Kein gewaltsames Eindringen? Die Tür war zu, aber nicht verschlossen. Angestellte gibt es nicht? Nein, er hat das Geschäft allein betrieben. Und wer hat ihn gefunden? Ich war auf Patrouille. Ich sollte die Geschäfte überprüfen. Und dann sah ich, dass die Tür unverschlossen war. Sind Sie hineingegangen? Nein, ich habe Code Rot ausgerufen. Code Rot? Das ist die Standard-Patrouillenvorschrift. Alle ernsthaften Vorfälle sind farblich kodiert, und zwar nach Maßgabe ihrer Schwere. Code Rot ist natürlich der schwerwiegendste. Er bedeutet, dass ein schweres Verbrechen begangen wird und sofortige Hilfe erforderlich ist. Kannten Sie alle Angus Colton? Er war ein kräftiger Bursche. Und ein überdurchschnittlicher Metzger. Und unser stellvertretender Koordinator. Soll das heißen, Angus Colton war bei der Nachbarschaftswache? Er hat die Nachbarschaftswache mitgegründet. Hat Mr. Colton noch Familie? Eine Schwester, Maxine. Und eine Nichte, Tara. Und wo wären die beiden zu finden? Bei Angus zu Hause, jenseits des Dorfangers. Die beiden wohnen seit über 2 Jahren bei Angus. Seit Frank tot ist, Maxines Mann. Aber wer würde Angus denn töten? Er hat doch nie einem was getan. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Das war gestern Morgen. Wir haben um 9 gefrühstückt. Danach war Onkel Angus im Geschäft. In welcher Stimmung war er, als er ins Geschäft ging? Ganz typisch Angus. Wie ein alter Bär mit Kopfschmerzen. Fällt Ihnen beiden vielleicht irgendjemand ein, der ihm übel wollte? Nein, nein. Alle im Dorf mochten ihn gern. War er in letzter Zeit wegen etwas beunruhigt? Besorgt? Nein. Er war zu sehr auf den Fall konzentriert. Auf den Fall? Was ist das alles hier? Onkel Angus' großes Projekt. Er hat die Einbrüche untersucht. Welche Einbrüche? Eine Einbruchsserie im Dorf. Es gab hier 5 Einbrüche während eines einzigen Monats. Tante Ingrid macht sich deshalb große Sorgen. Tante Ingrid? Meine Schwägerin. Sie heißt Ingrid Loxton. Sie ist die Koordinatorin der Wache. Sie hatte Onkel Angus den Auftrag gegeben, in der Sache zu ermitteln. Er war völlig besessen davon. Er war nicht besessen. Er wollte sie nur nicht enttäuschen. Tante Ingrid ist ziemlich cool. Hat Ihr Bruder herausgefunden, wer hinter den Einbrüchen steckt? Wenn er es wusste, hat er es uns nicht gesagt. DCI Barnaby und DS Winter, vermute ich. Ganz recht. Ingrid Loxton, ich bin die Koordinatorin der Bleakridge Nachbarschaftswache. Wir haben schon von Angus gehört. Wir sind wie vor den Kopf geschlagen. Sind Sie sicher, dass es Mord war? Wir müssen davon ausgehen. Wie gut kannten Sie Mr. Colton?
Nun, wir waren verschwägert. Seine Schwester war die Ehefrau meines verstorbenen Bruders Frank. Tatsächlich war Angus mir dabei behilflich, nach der Ermordung von Frank die Wache ins Leben zu rufen. Ihr Bruder ist ermordet worden? Er war Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht vor 2 Jahren. Man hat ihn auf der Straße einfach sterben lassen. Der Fahrer ist nie gefasst worden. Damals war das Dorf noch eine Art Sammelpunkt für illegale Rennfahrer. Darum gingen wir seinerzeit davon aus, dass die verantwortlich waren. Schweinebande, nichts als Abschaum. Durchaus. Franks Tod war der Wendepunkt für uns. Wir haben beschlossen, unser Dorf zu säubern. Und darum haben wir die Wache gegründet. Wann haben Sie zuletzt mit Angus gesprochen? Warten Sie, das war gestern Morgen. Er hat angerufen, um mich über Fortschritte in einem laufenden Fall zu informieren. Die Einbruchsserie? Ein unerfreuliches Vorkommnis. Und gab es Fortschritte? Er hatte die Täter noch nicht identifiziert, aber er war überzeugt, dass sie aus dem Dorf waren. Reden Sie mal mit Mitch McAllister. Er hatte mit Angus seit Monaten Stunk. Wer ist Mitch McAllister? Ihm gehört das Gallows, der Pub. Er hat Angus verdroschen und aus seinem Pub geworfen. Adrian, es wird Zeit für die Patrouille. Sie müssen es Adrian nachsehen. Er ist manchmal ein wenig hitzköpfig. Erzählen Sie mal von Mitch McAllister. Wissen Sie, unglücklicherweise sind einige Bürger im Dorf nicht so ganz mit dem einverstanden, was die Wache tut. Und ein paar glauben, darunter auch Mitch, dass wir uns zu viel einmischen. Ein freundliches Schulterklopfen vom Gemeinderat ist noch nicht direkt ein Erfolg. Aber es ist schön, dass man begreift, welche Bedeutung das Seniorencafé hat. Ja. Auch wenn man sich bisher geweigert hat, Mittel dazu beizusteuern. Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Es ist noch eine Menge Arbeit zu tun. Das Café öffnet in einer Stunde. Und das ist dein letztes Glas. Sehr schön. Wir suchen einen Mitch McAllister. Ja, das bin ich. DCI Barnaby, die ist Winter. Wir müssen uns über Angus Colton unterhalten. Um Himmels Willen, was sagt er jetzt über uns? Nichts mehr. Er ist tot. Ich habe ihm Hausverbot erteilt, na wenn schon. Es kam auch zu Handgreiflichkeiten, oder? Ach, er wollte einfach nicht gehen. Ich habe ihn mir geschnappt und rausgeworfen. Es war nur ein Gerangel und nicht mehr. Wieso das Hausverbot? Colton und diese Nachbarschaftswache gehen einem endlos auf den Keks. Immer wenn wir was Neues versuchen, um Geld zu verdienen, stellen die sich quer. Verlängerte Sperrstunde, Biergarten, Live-Musik, Comedy-Abend, was sie wollen. Die sagen, sie wollen Verbrechen vorbeugen, aber in Wirklichkeit wollen sie nur das Dorf genauso managen, wie es ihnen gefällt. Und wenn sie sich dagegen wehren, nehmen die einen richtig aufs Korn. Was verstehen Sie unter aufs Korn nehmen? Am Anfang Knöllchen wegen Falschparken und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und dann kommen lauter offizielle Beschwerden wegen Nichtigkeiten wie Mülltonnen, Hecken, Ruhestörungen. Aber dabei können die selber treiben, was ihnen gefällt. Bestimmt haben die Colton auf dem Gewissen. Wie kommen Sie darauf? Weil das bei uns die Einzigen sind, die mit sowas durchkommen. Jede Nachbarschaftswache hat bei der Polizei einen Ansprechpartner. Das ist normalerweise der Verbindungsbeamte. Oh, hallo Camp. Hi. Ich bin auf dem Weg ins Labor, aber ich wollte das für John vorbeibringen. Der vorläufige Befund für heute. Na, hat Paddy sich schon eingewöhnt? Hallo. Betty ist verrückt nach ihm. Wir alle eigentlich. Aber die wichtigere Frage ist, wie Jamie sich eingewöhnt. Ach, er ist frech, nervtötend, eben typisch Winter. Dass sie beide sich kannten, wusste ich nicht. Tun wir auch nicht. Aber wir sind uns schon mal begegnet. Bei einem Wochenendseminar über Tatortsicherung, auf dem wir beide waren. Also praktisch zusammen. Das war in Dorset. Wir haben uns unterhalten, meist über Berufliches. Und im Prinzip war es langweilig. Hört sich ganz so an. Also, kennen wir einander, aber es ist nicht so, als wären wir Freunde oder sowas. Natürlich, alles andere als Freunde. Na gut, ich sollte dann vermutlich... Ins Labor? Ja, das Labor. Da erwarten Sie mich. Wiedersehen. Bis demnächst. Ja, wirklich sehr eigenartig. Im Kühlraum lag, ist die Bestimmung des Todeszeitpunkts schwierig. Nicht so die Ursache. Er hat eine schwere Globusfraktur am Hinterkopf, die zu einer tödlichen Hirnblutung führte. Wissen wir was über die Tatwaffe? Ich gehe von einem Fleischklopfer aus. Wir haben hier ein typisches Muster von Eindrücken rund um die Wunde. Und die wiederum passen zu einem Muster, das man auf diesem Gerät findet. Und die Inventurliste seiner Metzgerei zeigt, dass der Fleischklopfer fehlt. Und Fingerabdrücke, DNS? Das Labor untersucht die Proben. Ich könnte morgen Ergebnisse bekommen.
Cam geht davon aus, dass Angus Colton irgendwann im Verlauf des letzten Monats gefesselt worden ist. Ach so, ich habe den Verbindungsbeamten um einen Bericht über die Bleakridge-Wache gebeten. Was hat er erzählt? Die Truppe ist ziemlich erfolgreich. Seit Ingrid Loxton und Colton die Wache gegründet haben, ist die Verbrechensrate um 80% gefallen. Imponierende Leistung. Leider trüben die Einbrüche der letzten Zeit den Glanz etwas. Colton hat sie zwar untersucht, aber er kam nicht weiter damit. Es gab gar keine Fortschritte? Wenig. Wir wühlen uns noch durch seine E-Mails, aber seine Anrufliste ist interessant. Der letzte Anruf von ihm ging an Azim Mir. Mir gehört zu den Wachemitgliedern, die Coltons Leiche gefunden haben. Was war interessant an dem Anruf? Colton hat Mir um 5 Uhr früh angerufen. Außerdem haben wir aus Coltons Geschäft den Beleg über den letzten Verkauf. Er wurde mit Karte bezahlt. Sie gehört einem Henry Marsh. Henry Marsh hat vor längerer Zeit 12 Monate wegen schweren Raubes abgesessen. Bist du dir wirklich sicher, Henry? Ich verstehe das natürlich. Du willst eine Weile den ehrlichen Geschäftsmann spielen. Schön. Aber irgendwann musst du einfach kapieren, dass ein ehrlicher Job zu wenig Kohle bringt. Wenn wir mehr Kunden kriegen, schon. Aber welcher Kunde will Leute wie uns? Du musst Vertrauen haben, Brüderchen. Es ist nur so, weißt du, das passt doch nicht zu uns, Henry. Das ist mit Ihrer Karte bezahlt worden. Ja, aber ich war nicht in Angus' Laden. Ist Ihre Karte gestohlen worden? Also nicht gestohlen. Jensen, komm mal her! Alles in Ordnung? Hast du meine Karte kürzlich benutzt? Welche Karte? Meine Scheckkarte. Ja, wenn du mich so fragst, ist ein paar Tage her zum Einkaufen. Hast du bei Colton auch was gekauft? Ich hatte Lust auf ein paar Steaks. Haben Sie sich mit Colton unterhalten? Eigentlich nicht so. Er war ein bisschen abgelenkt. Inwiefern? Na, wegen der Frau aus dem Pub. Wie heißt sie nochmal? Lina, oder? Die kam direkt nach mir rein und sie wollte unbedingt mit Colton sprechen. Du kannst deiner Trauer doch nicht dauerhaft davonlaufen. Wann hast du denn mit Tara gesprochen? Ich war gerade bei euch, um euch zum Abendessen einzuladen. Die Familie sollte unbedingt in schweren Zeiten zusammenhalten. Es tut mir leid, Ingrid, aber ich kann heute nicht. Ich helfe Barbara. Barbara, man darf dir gratulieren, wie ich höre. Die Auszeichnung von der Gemeinde? Ach, viel Lärm um gar nichts. Das heißt um gar nichts? Du hast es mehr als verdient. Du hast so schwer dafür geschuftet. Du verbringst ungezählte Stunden hier und schenkst Tee und Suppe an unsere Senioren aus. Ich frage mich, wie du das schaffst. Du könntest dir mal einen Tag mithelfen. Das würde ich zu gern, aber die Nachbarschaftswache nimmt mich voll in Anspruch. Wobei mir einfällt, der Aufsteller im Garten draußen, kein hübscher Anblick. Ich empfehle, ihn wegzuräumen. Ich schwöre es, es kommt noch der Tag. Da stopfen wir sie in den Mixer. Kann ich helfen? Sie sind D.S. Winter, richtig? Ja, ganz recht. Ich habe eine Frage bezüglich des Anrufs, den Sie von Angus Colton am Tag seines Todes erhalten haben. Ich erinnere mich gar nicht. Ein Anruf um 5 Uhr früh. Ah, die Kamera. Kamera? Ja, Angus wollte sich meine borgen. Er ruft Sie um 5 Uhr früh an, um sich eine Kamera zu borgen? Das ist eine Spitzen-DSLR. Hat er gesagt, wofür er sie brauchte? Was mit der Wache? Was heißt was mit der Wache? Keine Ahnung, ich habe noch halb geschlafen, als er anrief. Er sollte sie abholen, habe ich gesagt. Hat er das? Eine Stunde danach. Angus war unser Lieferant und er hat sich mit Mitch dauernd gefetzt, ja. Aber seine Konditionen waren gut. Also wollten Sie Frieden stiften? Ich wollte unserem Geschäft helfen. Wir führen ein Restaurant und ohne Fleisch kommen wir da nicht weit. Und was hatte Angus zu dem Thema zu sagen? Dass er es sich überlegen würde. Bis wann waren Sie bei ihm? Bis gegen 4? Als er sagte, er würde zumachen, er erwarte Besuch. Hat er gesagt, wen? Nein. So langsam müsste ich los. Nimmst du das nicht ein bisschen zu wichtig, ein Abendessen? Mir gefällt nicht, dass Tara so oft mit Ingrid zusammen alleine ist. Sie erzählt ihr immer zu Geschichten über Frank. Na, dann geh doch mit ihr hin. Ich kann nicht. Angeblich helfe ich dir heute Abend. Warum bin ich immer zu dein Alibi? Apropos Alibi, du bist spät dran. Also war Colton mit jemandem verabredet? Nach Ladenschluss in seinem Geschäft. Vielleicht war es was Geschäftliches. Samstagabend, ich weiß nicht. Sie denken, es war der Täter? Vorstellbar. Oder möglicherweise hat Lina es in Bausch und Bogen erfunden, um uns zu verwirren. Denken Sie, dass sie lügt? Ich denke, dass sie nicht ganz offen ist. Warum sollte sie lügen? Um sich zu schützen. Oder jemand anderen.
Etwa jemanden wie Mitch. Haben wir Glück mit Azims Kamera gehabt? Bisher ist das Ding nicht aufgetaucht. Vielleicht hat der Mörder sie an sich genommen. Colton könnte etwas fotografiert haben, das er nicht hätte fotografieren sollen. Morgen, Sir. Was haben wir hier? Einbruch. Mitch McAllister hatte einen nächtlichen Zusammenstoß mit einem Einbrecher. Ist er verletzt? Naja, er hat eine Beule. Die Sanitäter haben sich darum gekümmert. Es war aber nichts Ernstes. Mhm. Was ist gestohlen worden? Gar nicht, soweit wir das sagen können. Aber der Einbrecher hat jetzt ziemlich gehaust. Hier unten sind alle Wasserhähne aufgedreht worden und die Abflüsse sind verstopft worden. Wie sah die Methode bei den anderen Einbrüchen aus? Einbrüche in bewohnte Objekte. Am Tag ausgeführt, während niemand zu Hause war. Hat man die Wohnung verwüstet? Nein. Schnell und sauber, professionell, schnell rein und raus. Mitgenommen wurden nur kleine Wertgegenstände. Hier haben wir dagegen ein Gewerbeobjekt, in das nachts eingestiegen wird, während die Eigentümer im Bett sind. Es wird nichts Wertvolles gestohlen, aber eine massive Schweinerei hinterlassen, ja? Ja. Einstiegspunkt? Und der Einbruchsalarm ist sabotiert worden. Professionell. Wie hat man die Abflüsse verstopft? Mit Tischdecken. Wo werden die aufbewahrt? Unter der Treppe in einem Schrank. Also nicht direkt leicht zu finden. Es sei denn, man wüsste, wo sie sind. Guten Morgen. Ist ja gestern spät geworden. Kann wohl sein. So ein langes Abendessen? Tante Ingrid und ich haben uns unterhalten. Ja? Worüber denn? Dad. Meistens. Warum wusste ich nicht, dass er an der Uni eine Band hatte? Weißt du, es war keine besonders gute Band. Tante Ingrid sagt, sie waren toll. Naja, dein Dad war ihr Bruder. Und deine Tante Ingrid ist nicht gerade eine Koryphäe, was gute Musik angeht. Sie hat gesagt, dass sie versucht, für mich das Demoband zu finden, damit ich es hören kann. Wäre schön, seine Stimme wieder zu hören. Wir haben im Auto auch immer zum Radio gesungen, wenn wir schwimmen waren. Weißt du noch? Und er kannte alles auswendig. Weiß nicht, kann sein. Schwimmen war sowieso immer was für dich und deinen Dad. Warum bist du nie mitgefahren? Ich finde einfach nichts darin, so sieht's aus. Na jedenfalls, plan ich und Tante Ingrid nächste Woche einen Abend. Wir treffen uns und hören das Demoband an. Wow. Das klingt nach einer durch und durch erbärmlichen Erfahrung. Wieso machst du das immer? Was mache ich? Schlecht über Dad reden. Ich rede nicht schlecht über ihn. Es ist nur so, wenn es um deinen Vater geht, hat Ingrid ein lückenhaftes Erinnerungsvermögen. Was heißt, sie erinnert sich mit Vorliebe an alles Positive. So soll man sich doch an Verstorbene erinnern. Warum hast du ihn geheiratet? Ich habe das Gefühl, du musst ihn wirklich gehasst haben. Ich habe deinen Dad nicht gehasst. Na schön, geliebt aber auch nicht. Es gibt Liebe und es gibt Liebe, Tara. Das ist nicht wahr. Sie meinen, das soll ein Insider getan haben? Nun, es gibt Ungereimtheiten. Aber was soll denn das nun wieder heißen? Sie können doch nicht glauben, dass wir das waren. Gucken Sie doch mal. Er ist überfallen worden. Das hat er ja wohl nicht selber getan. Wer in der vergangenen Nacht hier war, kennt sich mit Ihrer Alarmanlage aus. Angestellte haben Sie weiter keine? Nein, es sind bloß noch ich und Lina. Wir konnten uns kein Personal mehr erlauben. Hat einer von denen das übel genommen? Es bringt doch nichts weiter zu patrouillieren, wenn die Polizei überall im Dorf ist. Es ist trotzdem noch immer genug zu tun für die Wache. Diesen Einbrecher zu finden etwa? Ja. Ich denke, die Einbrüche sind kleine Fische, wenn man bedenkt, dass wir einen Mord hatten. Natürlich hast du da gut reden. Bei dir ist ja niemand eingebrochen. Richtig, deine Privatsphäre ist noch intakt. Wir sind im Augenblick nicht erforderlich. Das Gegenteil ist der Fall. Ich denke, dass wir jetzt mehr gebraucht werden als zuvor. Enges Ermordung hat das Dorf in Schrecken versetzt. Die Menschen fürchten um ihre Sicherheit. Wir müssen unter die Leute gehen und zeigen, dass die Nachbarschaftswache immer noch da ist und dass wir auf Seiten der Menschen stehen. Sehr richtig. Wir machen weiter. Ja. Für Angus. Ja, ja. Und zum Teufel mit der Polizei. Der Einbrecher im Gallows kannte sich auf jeden Fall sehr gut dort aus. Jeder kennt sich im Gallows aus. Aber nicht jeder hat mit dem Wirt noch ein Hühnchen zu rupfen. Mitch hatte ihn letzten Monat gekündigt. Er hat mich ohne Grund rausgeschmissen. Wo waren Sie vergangene Nacht? Adrian war hier. Er war mir bei der Planung der Patrouillen behilflich. Es hat etwas länger gedauert und so hat Adrian im Gästezimmer übernachtet. Sie waren die ganze Nacht hier? Ingrid hat mir Frühstück gemacht. Aber wenn Sie jemanden befragen wollen, gehen Sie zu Duncan Walton. Warum sollte der im Pub einbrechen? Ich habe nicht gesagt, dass er es war.
Aber in der letzten Nacht vermerkte die Patrouille, dass gegen 1 Uhr früh Duncan beim Verlassen seines Hauses beobachtet wurde. Eigenartig, dass er so spät unterwegs war. Aber möglicherweise hat er etwas gesehen. Also, was denken Sie? Dass wir Ingrid im Auge behalten sollten. War Adrian die ganze Nacht da? Rufen Sie im Revier an. Vielleicht hat die Spurensicherung im Pub was gefunden. Und ich rede mit Duncan Wharton. Gern, wie es hier aussieht. Wir müssen wenigstens heute zumachen. Das können wir uns nicht leisten. Was sollen wir denn machen ohne Küche? Und das meiste von den Vorräten ist verdorben. Wenn mein Vater das alles sehen könnte. Er würde es verstehen. Meinst du? Krumm geschuftet hat er sich für diesen Pub. Das war sein großes Vermächtnis. Und ich habe alles in den Sand gesetzt. Soweit ist es noch nicht. Es könnte aber sehr bald soweit sein, wenn es nach der Wache geht. Ich muss jetzt nach Little Crosby. Warum denn? Was willst du da? Ich habe da einen Termin für eine Handparty, das volle Programm. Haare, Nägel, Make-up. Wie lange wird das dauern? Ich glaube, es könnte spät werden. Versprich mir, dass du keinen Unsinn machst. Natürlich. Wieso? Ich war spazieren. Frühmorgens um 1? Das ist sogar für dich früh, Duncan. Ich leide an Schlafstörungen. Das kommt öfter mal vor. Senile Bettflucht. Sehr unangenehme Sache. Ich möchte Barbara nicht aufwecken. Deswegen mache ich einfach einen kleinen Spaziergang. Zufällig in der Nähe des Gallows? Des Gallows? Nein. Warum? Weil dort eingebrochen worden ist. Möglicherweise haben Sie was gesehen. Nein, leider nicht. Ich war woanders unterwegs. Also ist Ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, es war alles ruhig. Na dann, danke für Ihre Hilfe. Wie lange warst du unterwegs? Was? Wenn du wiederkommst, höre ich das normalerweise. Wie lange warst du unterwegs? Oh, eine Stunde oder so. Aber Mom, warum denn? Ich verstehe nicht, was du dagegen hast. Ich finde es nur nicht richtig, dass du mit Ingrid so viel Zeit verbringst. Das ist alles. Tante Ingrid gehört zur Familie. Zur Familie gehöre ich auch. Aber du bist nie da, wenn ich dich brauche. Tara, das ist ungerecht. Tara will mehr Zeit mit Ingrid verbringen. Sie hat den Wunsch, ihre Beziehung zu entwickeln. Eine Beziehung mit Ingrid? Das hört sich ja grauenvoll an. Genau, mein Reden. Was soll ich tun? Maxine, ich habe keine Erfahrung mit Kindern. Du hast Erfahrung mit Duncan. Verdammt doch mal, das gibt's doch nicht. Liebling, ist alles in Ordnung? Die Teller sind zu schlüpfrig. Hörst du das? Nun haben wir schlüpfrige Teller. Die Laborergebnisse im Fall Colton. Etwas mager. Nichts, was dabei hilft, den Täter dingfest zu machen. Wir sollten heute Abend zusammen essen. Wir sollten zusammen essen? Ich denke, wir müssen reden. Worüber? Du weißt worüber. Nein, keine Ahnung. Dorset? Wir sollten das nicht vertiefen. Ich komme dich um 8 abholen. Morgen. Asim Mir. Und es ist kein schöner Anblick. Wer hat ihn gefunden? Der Briefträger. Gegen 6 Uhr heute Morgen. Er hat die offene Tür gesehen, kam herein, um nach dem Rechten zu sehen und kriegte den Schreck seines Lebens. Er scheint erschlagen worden zu sein. Und die Tatwaffe dieses Mal? In der Auslage im Laden fehlt ein Hammer. Die Todesursache ist offensichtlich. Stumpfe Gewalt auf den Schädel. Was sagt die Spurensicherung? Ich wäre nicht so optimistisch. Einiges von den Sachen ist Jahrzehnte alt. Hier ist alles übersät von Staub und sonst was. Vorsicht. Warten Sie. Was ist das? Die gleichen Spuren wie bei Angus Colton. Ja, richtig. Sir! Danke, Cam. Mir ist Telefon. Mit jeder Menge neuer Textnachrichten. Alle von derselben Nummer. Sie suchen weiter. Viel Erfolg wünsche ich. In Ordnung, Sie können ihn mitnehmen. Ich habe Asim nicht umgebracht. Angedroht haben Sie es ihm. Textnachrichten. Gesendet gestern Abend von Ihrem Telefon an Asim Mir. Nachrichten, in denen Sie damit drohen, ihn zu ermorden. Ja, okay, die Nachrichten habe ich geschickt, aber nicht nur an Asim, an die ganze Wache. Sehen Sie selber, ich habe Nachrichten an alle geschickt. Adrian, Ingrid, Asim. Was hast du dir dabei nur gedacht? Ich war betrunken und ich war sauer. Es hat mir gestunken, wie die sich hier aufspielen. Wo waren Sie beide gestern Abend? Ich war in Corsten. Mitch war hier. Ingrid! Ingrid! Eins nach dem anderen. Erstmal tief durchatmen. Was ist denn? Na, wegen Asim. Asim ist ermordet worden.
2 Mitglieder der Wache innerhalb von einer Woche. Ja, danke, Felix. Dessen bin ich mir bewusst. Und wenn einer von uns der Nächste ist? Wenn uns einer im Visier hat, müssen wir dringend Maßnahmen ergreifen. Ich halte es für richtig, die Wache aufzulösen. Aufzulösen? Na ja, zumindest bis der Mörder gefasst ist, denke ich. Mit der Gründung dieser Wache zu Ehren meines verstorbenen Bruders haben wir versucht, ein Zeichen zu setzen. Und wenn wir sie jetzt auflösen, dann ist Frank völlig umsonst gestorben. Wollt ihr alle das etwa? Nein. Gut. Besprechung in 10 Minuten. Wales. Ja, Wales. Ich hatte einen Kumpel, also einen Bekannten aus meiner Zeit drinnen. Der hat eine Firma da. Eine Baufirma außerhalb von Cardiff. Und er sagt, wenn ich will, hat er einen Job für mich. Alles vollkommen legal, Maxine. Soweit wir sehen können, haben wir alles, was gestohlen worden ist, hier. Ausnahmslos? Wir haben auch Azims Rucksack gefunden. Und Größe 10, linke Sohle, vertikales Muster. Ist Azim als potenzieller Einbrecher in Betracht gezogen worden? Unwahrscheinlich. Er hatte keinerlei Vorstrafen. Der durchschnittliche Musterbürger. Wie war er denn finanziell gestellt? Mehr als solvent. Warum verlegt sich ein finanziell gut gestellter Mann in den mittleren Jahren ohne Vorstrafen auf einmal auf eine Reihe von Wohnungseinbrüchen? Und warum bewahrt er die Beute hier auf? Wieso hat er nichts verkauft? Maxine Loxton? Das ist sogar für jemanden wie dich ein riskantes Spiel, Henry. Was ist da los? Gar nichts. Das ist nur was Flüchtiges. Flüchtig? Und darum trefft ihr euch jeden Tag heimlich, oder wie? Und dieser ganze Neuanfang, das Geschäft und alles, das ist wegen ihr, oder? Ich hoffe, dass du nicht vorhast, ihr irgendwas zu erzählen, Henry. Natürlich nicht. Das wäre nämlich dämlich. Genau. Von mir erfährt sie kein Wort. Gut. Weißt du, wir beide, wir stecken bis zum Hals in der Sache. Azim und Angus. Was hatten sie gemeinsam? Beide bei der Nachbarschaftswache. Und ohne Zweifel hat die Wache Feinde im Dorf. Mitch McAllister zum Beispiel. Aber warum geht der Täter auf die 2 los? Warum nicht auf Ingrid, die Wache leitet? Was hatten sie noch gemeinsam? Die Einbrüche. Azim hat sie ausgeführt und Angus hat ermittelt. Womit wir bei Azims verschwundener Kamera sind. Wieso hat der Täter sie gestohlen? Aber was halten wir hiervon? Bei beiden haben wir ähnliche Spuren von Fesselungen. D.S. Winter? Okay. Ja. Schicken Sie sie rüber. Die Technikabteilung. Mirs Laptop ist verschwunden, aber Sie haben eine persönliche Cloud von ihm gefunden. Sie kümmern sich darum. Das wissen Sie genau? Keiner von Ihnen hat etwas geahnt? Nein, aber natürlich nicht. Wir hätten das doch erwähnt. Wir hätten ihn aufgehängt. Ich hatte so einen Verdacht. Nichts Konkretes, nur so ein Gefühl. Und wie kamen Sie auf dieses Gefühl? Azim fühlte sich unwohl, wenn über die Einbrüche gesprochen wurde. Er hatte Einwände dagegen, Angus mit dem Fall zu betrauen. Ich hätte etwas sagen müssen. Irgendwie habe ich mich dagegen gesträubt, zuzugeben, dass uns einer der unseren verraten würde. Und dass dieser Mensch in unserem Haus war und uns so viel gestohlen hat. Sie werden natürlich wiederbekommen, was Ihnen gehört. Azim hat seine gesamte Beute in einem Lagerraum seines Geschäfts aufbewahrt. Aber warum tut jemand sowas? Diese Frage beschäftigt uns auch. Jedenfalls wird das alles nicht gerade gut im Dorf ankommen, denke ich. Das gerade jetzt, wo wir endlich mal wieder eine Rolle hier spielen. Egal. Wir müssen zu unserem Fehler stehen. Wir übernehmen die Verantwortung und versprechen, die Situation zu bereinigen. Und wie stellen wir das an? Indem wir tatkräftig dazu beitragen, dass diese Morde von DCI Barnaby aufgeklärt werden. Nochmal danke für das Essen gestern. Es war lustig. Hm. Soll ich nicht doch die Hälfte bezahlen? Nein, das ging auf mich. Das nächste Mal darfst du. Was hast du denn da? Eine persönliche Cloud, die Azim mir mit seiner verschwundenen Kamera synchronisiert hatte. Warum hat mir denn Scheunen fotografiert? Das war nicht mir. Das Bild ist von Colton gemacht worden. Er hatte sich am Tag vor seinem Tod Mirs Kamera geliehen. Vielleicht erkennst du die Scheune ja. Lass mich mal sehen. Ein Telegrafenmast. Ja, sehe ich auch, ein Telegrafenmast. Aber Telegrafenmasten sind nummeriert. Such also erstmal die Nummer und dann hast du den Mast. Und auf dem Weg findest du die Scheune. Aber warum willst du denn nach Wales? Ich weiß gar nicht, ob ich will. Aber die Vorstellung, hier herauszukommen, hat schon was. Aber das kannst du mir nicht antun. Sag's ihr, Duncan. Was ich sagen wollte, ich muss noch mal weg. Also wirklich, Maxine, ist es dein Ernst, dafür alles zu riskieren? Wofür? Für Henry. Ich verstehe natürlich, dass ihr beide euch mögt und dass er dich glücklich macht, weiß ich. Aber er ist ja nicht unbedingt zuverlässig. Aber ich hab doch sonst keinen. Das ist nicht wahr. Du hast mich. Ich weiß. Aber ich liebe Henry.
Naja, wenn es so ist, helfen keine Argumente. Aber was fange ich ohne dich an? Ich hab doch niemanden außer dir. Danke vielmals. Ich dachte, du wolltest weg. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Der Wagen ist auf Sie zugelassen. Soweit verstehe ich Sie. Er ist gestern außerhalb des Dorfs in der Brandruine einer Scheune aufgefunden worden. Aber wie kommt er denn dahin? Wir haben gehofft, das könnten Sie uns sagen. Aber es steht doch sicher im Polizeibericht, oder? Verzeihung? Wir haben den Wagen als gestohlen gemeldet. Vor 2 Jahren schon. Wie schlimm sieht es aus? Die waren alle schon letzte Woche fällig. Dann sollten wir sie besser bezahlen. Und womit? Mit dem Geld von meinem Handpartyjob und dem, was ich heute Nachmittag verdiene. Bist du wieder gebucht worden? Für die Brautjungfern. Der Stylist hat sie versetzt und sie haben angerufen, ob ich einspringe. Du hast Carsten gesagt. Was? Als Barnaby gefragt hat, wo du warst, hast du Carsten gesagt. Aber gestern hast du noch zu mir gesagt, der Handpartyjob wäre in Little Crosby. Ich dachte an die Kundin, die wohnt in Little Crosby. Ein Protokoll des Gemeinderates zum Thema Finanzierung der Bleakridge-Wache. Vor 6 Wochen ist dort entschieden worden, die Fördermittel für die Wache zu halbieren. Ausschlaggebend war dabei die niedrige Verbrechensrate. Eine Woche nachdem die Entscheidung gefallen war, war der erste Einbruch zu beklagen. Das war möglicherweise reiner Zufall. Aber nur möglicherweise. Interessant ist, dass Cecily Hope gesagt hat, diese Einbruchserie hätte der Wache wieder zu ihrer alten Bedeutung verholfen. Dann könnte Azim die Einbrüche verübt haben, weil er der Wache auf die Beine helfen wollte? Man könnte so immerhin nachvollziehen, wieso er seine Beute nicht verkauft hat. Die Frage ist, hat er allein gearbeitet oder nicht? Was haben wir über die Mitglieder der Wache an Hintergrundinformationen? Durchleuchtet und gecheckt. Nichts Auffälliges. Dann graben wir mal ein bisschen tiefer. Was ist mit Duncan Waltons Auto? Der Wagen ist ihm in der Nacht vor seinem Haus gestohlen worden. Laut Anzeige vom 15. September 2014. Eine Sekunde. Ist das nicht der Tag, nachdem Frank Loxton angefahren worden war? Ja. Ist das schon der Bericht über Waltons Wagen? Die Kollegen arbeiten noch dran. Aber dafür habe ich Neuigkeiten zu Azim Mir. An den Fesselspuren waren geringe Rückstände von Wasserstoffsuperoxid und PPD. Also Haarfärbemittel, oder? Ja. PPD findet man immer noch in diversen Haarfärbemitteln, ja. Danke. Die Verkehrsüberwachung hat den Wagen von Lina Ferrara vor dem George Hotel in Corsten gesichtet. Eine Streife dorthin. Ich bin gleich da. Ja, Sir. Mr. Pack? Da ist Parken nicht gestattet. Nur für Leute mit Erlaubnis. Oh doch, ich bin im Dienst. Was heißt im Dienst? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Es ist doch alles in Ordnung? Ja, großartig. Danke. Dass Sie einfach so reinplatzen, war das nötig? Wie können Sie den Ärmsten so erschrecken? Er hätte einen Herzinfarkt kriegen können. Was genau ist das hier eigentlich, Miss Ferrara? Es ist genau das, wonach es aussieht. Eine Nebenbeschäftigung. Ab und zu etwas leichte Bondage für einige wenige ausgewählte Gentlemen. Hat Mitch Kenntnis von Ihrer Nebenbeschäftigung? Nein, und ich möchte nicht, dass er davon erfährt. Vor langer Zeit habe ich sowas hauptberuflich gemacht. Aber das war vor Mitch. Der Pub steckt in einer Krise. Wir brauchen im Moment das Geld, um uns über Wasser zu halten. Darum habe ich mir eben ein paar Kunden gesucht, die uns über die Flaute hinweg helfen. Wie etwa Angus Colton und Azim Mir. Angus und Azim waren Stammkunden. Und nun sind sie beide tot. Ein großer Verlust für mich. Kurz vor Azims Tod waren sie noch bei ihm. Ja, und wenn schon? Sollte ich meinen Anwalt anrufen? Du bist doch nicht verhaftet, Duncan. Du und ich, wir sind volljährig. Also los, ab mit dir. Und werden Sie das meiner Frau verraten, DCI Barnaby? Warum sollte ich Azim und Angus ermorden? Das Geld hatte ich bitter nötig, oder? Vielleicht, weil die beiden Sie bloßstellen wollten. Das hätten Sie niemals getan. Wie können Sie da so sicher sein? Weil in dieser Branche das Wichtigste, das Sie brauchen, Vertrauen ist. Sie hätten mich nie verraten. Am allerwenigsten Azim. Großer Gott. Der arme Mann. Er war paranoid, dass jemand etwas merken würde. Warum war er so paranoid? Wir leben im 21. Jahrhundert, er war nicht verheiratet. Ihm ging es dabei nicht um sich selbst. Er war in Sorge, dass ich bloßgestellt würde. Er hat dauernd gesagt, wie wichtig es ihm wäre, dass meine Tugend beschützt würde. Sind Sie eigentlich gern bei der Wache? Es ist weniger Vergnügen als Pflicht. Sie scheinen das ernst zu nehmen. Das muss ich. Ich bin ja die Nummer 2. War das nicht Angus Colton? Von wegen. Offiziell war Angus meinetwegen der stellvertretende Koordinator. Aber inoffiziell bin ich Ingrid Stellvertreter.
Was ist mit Azim? Was ist denn mit ihm? Stand er Ingrid nahe? Ich habe mir seine Anruflisten angesehen. Er und Ingrid haben viel telefoniert. Was genau soll das heißen? Ich stelle nur eine Frage. Hören Sie, Azim war vielleicht Ingrids Liebling des Monats im letzten... Monat? Das war nur eine Phase. Da lief nie was zwischen den beiden. Ingrid weiß, auf wen Verlass ist. Hört sich ganz nach Eifersucht an. Ohne jeden Zweifel. Aber ich habe deswegen in den Anruflisten genauer nach Telefonaten zwischen Ingrid und Azim gesucht. Und ich habe Ihnen mal die Liste ausgedruckt. Fallen Ihnen die Daten auf? Die Einbrüche, ja. Ingrid Loxton hat Azim immer am Morgen vor einem Einbruch angerufen. Also die meisten Anrufe sind zwischen 2 und 3 Minuten lang, aber das letzte Gespräch wurde am Morgen des Einbruchs bei Felix und Cecily Hope geführt. Das war kürzer. Nur 12 Sekunden. Kaum Platz für Konversation. Sie könnten sich verabredet haben. Und eine Stunde nach diesem Anruf hat Azim in einem Café in Corson eine Rechnung bezahlt, und zwar mit Kreditkarte. Er steht auf seiner Abrechnung. Haben Sie in dem Café nachgeforscht? Der Geschäftsführer kann sich an Azim erinnern. Und der Grund, aus dem er das kann, ist der, dass Azim sich dort einen handfesten Krach mit der Frau, mit der er verabredet war, geliefert hat. Sagen Sie mir, dass er Ingrid beschrieben hat. Noch viel besser. Sehen Sie. Aber was sollen wir jetzt tun, Ingrid? Wir dürfen uns auf keinen Fall beirren lassen. Aber wie können wir das? Jetzt, wo jeder im Dorf weiß, dass Azim für die Einbrüche verantwortlich war. Wir haben im Dorf jede Autorität verloren. Alle machen sich über uns lustig. Beißen wir die Zähne zusammen, das legt sich wieder. Azim Mir war ein Verräter. Er hat uns schlicht und einfach ausgenutzt. Die Leute hier werden schon sehr bald einsehen, dass wir uns keine Vorwürfe zu machen haben. Ihnen kann man Vorwürfe machen. Sie haben mit Azim zusammengearbeitet. Das ist doch durch und durch lächerlich. Sie haben mit ihm jeweils am Morgen der Einbrüche telefoniert. Schön, ich habe ihn angerufen. Und ihr Treffen? Vergessen wir nicht ihren handfesten Streit im Café. Was genau war es, das Azim so auf die Palme gebracht hat? War er nicht mehr bereit, die Drecksarbeit für Sie zu erledigen? Welche Drecksarbeit? Ich glaube nicht, dass Azim bereitwillig mitgespielt hat. Ich denke eher, dass Sie etwas über ihn wussten. Dass Sie damit drohten, jemandem zu schaden, den er mochte. War das die Abmachung, Ingrid? Sie halten den Mund und im Gegenzug ist Azim gezwungen, diese Einbrüche zu begehen? Ich bin die Gründerin unserer Wache. Warum sollte ich jemanden zu Verbrechen gezwungen haben? Weil Sie Fördermittel verloren hatten und den Rückhalt im Dorf obendrein. Und so hielten Sie es für richtig, alle im Dorf daran zu erinnern, wie sehr die Wache noch gebraucht wurde. Und zwar durch eine geplante Einbruchserie. Habt ihr jemals so etwas gehört? Aber es ist schon eigenartig. Dass Azim sich auf Einbrüche verlegen sollte, er war so grundehrlich. Man hätte ihn sogar Schlaftablette nennen können. Und du warst wütend wegen der Fördermittel. Das weiß ich noch, sogar stinksauer. Und dann unser Patrouillenturnus. Den musste ich immer neu schreiben. An jedem Tag, wo eingebrochen wurde, habe ich sämtliche Patrouillen abblasen müssen. Ja, ja, ich gebe zu, das war ein Fehler. Henry! Henry! Er ist nicht da. So ein Banker in Badger's Drift will sein Haus ausbauen. Henry will sich für uns um den Job bewerben. Verstehe. Was habt ihr vor, Maxine? Was meinst du? Du und Henry. Ich hab das Gefühl, er hat eine Schwäche für dich. Gibt's ein richtiges Happy End, so wie im Märchen? Ich glaube, du solltest Henry fragen. Was soll ich ihn fragen? Wir wollen vielleicht wegziehen. Wegziehen? Wohin wollt ihr? Henry meinte nach Wales. 2 Menschen sind ermordet worden. Beide hatten die Möglichkeit, sie bloßzustellen. Falls Sie damit unterstellen wollen, dass ich... Azim Mir war von Ihnen zu den Einbrüchen gezwungen worden und Angus Colton war im Begriff, es herauszufinden. Angus Colton war ein Schwachkopf. Deswegen habe ich ihn überhaupt darauf angesetzt. Er hatte einfach nicht genug Verstand, um das aufzuklären, das wusste ich. Aber egal, wie Sie es betrachten, Azim hat ganz allein diese Einbrüche ausgeführt. Lassen Sie sich etwas anderes einfallen, wenn Sie mir etwas am Zeug flicken wollen. Haare, Nägel, Make-up? Dass ich so blind gewesen bin. Es tut mir leid. Ich hätte es dir sagen sollen. Vielleicht. Aber das hätte es mir nicht leichter gemacht, die Wahrheit zu ertragen. Aber das Wichtigste ist doch, dass ich dir nicht ein einziges Mal untreu war. Nicht einmal. Soll das ein Witz sein? Bitte? Es ist nicht so, wie du denkst.
Ich hatte bloß ein paar ausgesuchte Kunden und ich bin gut in dem, was ich tue. Ich bin Profi. Wie beruhigend, das war zumindest kein Hobby. All diese Männer. Und wir haben sie alle gekannt. Wie soll ich weiter in diesem Dorf leben können, Lina? Was werden die jetzt alle denken? Das kümmert mich nicht. Das ist mein Ernst. Nicht ein bisschen. Das Einzige, was für mich zählt, bist du. Und wenn es dich glücklich macht, diesen Pub weiterzuführen, dann muss ich dafür eben tun, was ich tun muss. Und dafür entschuldige ich mich nicht. Mitch, ich liebe dich. Ich pfeife auf den Pub, wenn ich so leben muss. Wer mordet denn wegen eines gestohlenen Autos? Jemand, der am Steuer saß, als Frank Loxton zu Tode gekommen ist. Das Labor hat Blutspuren an dem Wagen als Loxtons Blut identifiziert. Und ich kenne Loxtons Autopsiebericht. Danach passen die Schäden am Fahrzeug hundertprozentig zu den Verletzungen, die Loxton erlitten hat. Haben wir im Wageninneren etwas gefunden? Alle Oberflächen im Wagen sind abgewischt worden, sagt die Spurensicherung. Ich wittere da noch ein Aber. Aber einen Fingerabdruck haben wir. An der Schaltung. Und netterweise hat die Datenbank den Namen dazu ausgespuckt. Henry Marsh. Weißt du was? Gerade hat dieser Typ angerufen, der aus Badger's Drift, bei dem du warst. Wir haben den Auftrag. Ich weiß nicht, wie du ihn bequatscht hast, aber du konntest immer schon besser reden als ich. Konntest du nur? Sie sollte die Wahrheit wissen. Nein, Jensen. Das sollte sie wirklich nicht. Du kannst doch keine neue Beziehung mit Geheimnissen anfangen. Maxine kann mich nicht mal mehr ansehen. Es gibt keine Beziehung. Und unsere ganzen Pläne. Alles, wofür ich geschuftet habe. Und was ist mit mir? Sag's mir! Hab ich in deine Pläne noch reingepasst? Oder hattest du vor, mit ihr abzuhauen und ich hätte sehen können, wo ich bleibe? Du schuldest mir was! Ich war für dich da, du konntest dich auf mich verlassen, nicht auf Maxine, oder? Auf mich! Ich gebe ja zu, dass ich Waltons Wagen geklaut habe, aber das mit Frank Loxton, das war ich nicht. Henry, wir haben Blutspuren von Frank Loxton am Kotflügel des Wagens gefunden. Bitte, dann müssen Sie eben schon vorher da gewesen sein, weil ich Frank nicht angefahren habe. Ich war den ganzen Abend im Pub, ich hatte ordentlich geladen und Mitch hat mich rausgeschmissen. Nach Hause war es verdammt weit zu Fuß und dann habe ich ihn gesehen. Er war am Straßenrand geparkt, der Zündschlüssel steckte noch. Also bin ich eingestiegen und damit nach Hause gefahren. Und dabei haben Sie Frank überfahren? Ich habe überhaupt keinen überfahren. Und wie ich am nächsten Morgen aufwache, spricht das ganze Dorf über Frank und den Unfall. Und wie ich rausgehe, sehe ich gleich, dass der Wagen beschädigt ist und ich habe durchgedreht. Was hätte ich machen sollen? Ich war gerade 6 Monate aus dem Knast. Die hätten mich sofort am Arsch gehabt wegen Autodiebstahl und Alkohol am Steuer. Was haben Sie getan? Jensen und ich haben versucht, das Auto sauber zu machen. Und in dieser Nacht sind wir zu einer Scheune gefahren und haben das Auto versteckt. Maxine, was ist denn mit dir? Maxine! Könntest du etwas für mich tun, Barbara? Aber natürlich doch. Und Jensen sagt, Henry hätte ihn getötet? Henry hätte ihn gezwungen, ihm dabei zu helfen, den Wagen zu verstecken, sagt er. Wenn er unschuldig war, warum tut er das? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, Henry also... Kein Wunder, dass er scharf drauf war, wegzuziehen. Sagst du es der Polizei? Erstmal sollte Ingrid das wissen. Frank war ihr Bruder. Mr. McAllister. War Henry Marsh in der Nacht von Franks Tod bis zur Sperrstunde hier? Ich fürchte, das weiß ich nicht mehr genau. Denken Sie bitte nach, es ist wichtig. Henry war hier. Sind Sie völlig sicher? Er war mächtig angeschlagen. Mitch musste ihn rauswerfen. Henry Marsh hat zwar ihren Wagen gestohlen, aber er hat ein Alibi für die Zeit von Franks Tod. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Frank ist angefahren worden, bevor ihr Wagen gestohlen wurde. Und damit sind wir wieder bei Ihnen. Mir? Aber ich war in der Nacht nicht mal im Dorf, ich war in London. Bei meinem Bruder. Fragen Sie nach. Barbara ist also gefahren. Nein, es war nicht Barbara. Wer hätte es dann sein können, Dr. Walton? Ich weiß nur, dass es meine Frau auf keinen Fall war. Gut. Ingrid hängt leider an der Vorstellung, dass ihr Bruder sowas wie ein Heiliger war. Aber in Wirklichkeit war er ein bösartiger Mensch. Er hat Maxine in schlimmster Weise misshandelt. Körperlich misshandelt, verprügelt. Und das oft. Als Maxines Arzt habe ich oft genug gesehen, wie er sie zugerichtet hat. Natürlich war meine Frau Krankvorsorge um Maxine. Sie hat Frank im Auge behalten und immer, wenn sie wusste, dass er getrunken hatte, war ihr klar, welche Folgen das für Maxine haben würde. Und deswegen hat Barbara irgendwann entschieden, dass sie ihr helfen musste. Darf ich fragen, wie sie ihr geholfen hat? So ganz allein, Ingrid? Wenn du mich verhöhnen willst. Nein, nein, nein. Wir wollen mit dir reden. Können wir vielleicht reingehen? Barbara hat Maxine den Wagen gegeben? Ja, Maxine sollte das Dorf verlassen, bevor Frank nach Hause kam. Dann war Maxine vielleicht im Wagen unterwegs und hat Frank auf der Straße gesehen. Henry
Henry Marsh? Ich denke, dass es ein Unfall war. Ach, wirklich? Und Fahrerflucht zu begehen, das war auch ein Unfall? Und das Verbrechen zu vertuschen, war das auch ein Unfall? Und dass die deinen Mann, meinen Bruder auf der Straße, jämmerlich haben verrecken lassen? Barbara. Wir sollten hier nichts überstürzen, glaube ich. Halt, kommen Sie mir nicht zu nahe. Ganz wie Sie wollen. Ich will mit Maxine reden. Was hat sich damals wirklich ereignet? Wahrscheinlich müsste ich sagen, dass es keine Absicht war. Dass es ein Unfall war, aber... Dann sah ich Frank, wie er nach Hause taumelte. Er war betrunken. Er schwankte mitten auf der Straße herum. Ekelerregend. Und ich hätte langsamer fahren oder ausweichen können, aber stattdessen... Ich habe einfach draufgehalten. Und er hatte nichts anderes verdient. Oh ja, er hatte es verdient. Dafür, dass er dich so viele Jahre lang gequält und geschlagen hatte. Du hättest wegfahren sollen. Die Chance habe ich dir doch gegeben, Maxine. Warum hast du ihn nicht verlassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte Angst. Und ob du Angst hattest, dein ganzes Leben war voller Angst. Und es brach mir das Herz, dich so zu sehen. Zuzusehen, wie ein Mensch leiden muss. Kannst du das verstehen? Ich wollte nur, dass er dich nicht weiter quält. Das verstehe ich doch. Es tut mir leid, das war meine Schuld. Es war alles meine Schuld. Nein, sag bitte nicht, du warst der Grund dafür. Nein. Barbara. Du hast meinen Bruder ermordet. Du hast ihn mir weggenommen. Ja, damit er aufhört, Maxine zu quälen. Sie ist eine Lügnerin. Frank war ein guter Mensch. Frank war ein Schläger. Und ein Säufer. Und ein Tyrann wie seine Schwester. Schluss jetzt. Ich denke, das genügt wohl. Setzen Sie sie in den Wagen. Über Ihre Rechte belehrt habe ich Sie schon. Jetzt zufrieden? Natürlich nicht. Diese Frau hat deinen Mann ermordet. Sie hat es nur aus Liebe getan. Und ich glaube, dass du gar nicht weißt, was das bedeutet. Ich bin unbedingt dafür, Freunden zu helfen, aber Mord geht so weit. Eine sehr erfreuliche Einstellung, Winter. Cam ist da. Großartig, dann können wir essen. Ich wusste gar nicht, dass du kommst. Dito. Helfen Sie mir bei den Salaten? Ja, gerne. Also, wie war das Essen? Welches Essen? Das mit Jamie. Die Rippchen. Sehen ja gut aus. Er hat Ihnen davon erzählt? Er hat darüber getwittert. Winter hat über unser Essen getwittert? Ja, sogar mit dem Wort grandios. Wirklich? Mit Bezug auf die Rippchen. Auch dieser Fall wurde dank des scharfsinnigen Inspektors gelöst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Fall von Inspektor B. Hallo, ich bin Inspektor Tom. Schön, dass du mich besuchst. Möchtest du mit mir Fälle klären, skurrile Morde in England? Dann bist du bei Hör mal zu, dem werbefreien Kopfkinokanal. Goldrichtig, in einer über 50.000 Abonnenten starken Gemeinschaft kannst du gerne mit mir den einen oder anderen Mord verlösen. Und Miss Marple und Poirot helfen uns. Sie meinen, auf dem englischen Land passieren keine Verbrechen? Dann besuchen Sie die Grafschaft von Inspektor B. Nur hier bei Hör mal zu. Zwei wundervolle Urlaubswochen liegen hinter Joyce und Tom. Sie waren in Südfrankreich und haben die Seele baumeln lassen. Nun zurück in Corsten beginnt der Ernst des Alltags. Der Tag ist gerade mal 8 Stunden alt und schon wird eine Leiche gefunden. Was haben wir? Gute Frage, Sir. Der Name des Opfers ist Nicholas Turner, Anwalt hier im Ort. Ist vom Dach marschiert. Der Gärtner, ein Steve Hope, hat gehört, wie jemand um Hilfe rief, bevor es passiert ist.
Er sagt, es hörte sich an wie das Opfer. Da vorne sitzt er. Morgen, George. Tom. Eine ziemliche Bruchlandung hat er gebaut. Erster Eindruck zur Todesursache, katastrophale Schädelwirbelsäulenverletzungen. Das sieht nicht gut aus. Gut angezogen, immerhin. Okay, danke. Das ist die Nachbarin von unten. Sie hat tatsächlich gesehen, wie er unten aufschlug. Sie hat zu der Zeit mit der Frau Kaffee getrunken. Die Ehefrau heißt Felicity Turner. Wo ist die im Augenblick? Sie ist oben. Die Putzfrau kümmert sich um sie. Das ist Steve Hope. Steve, das ist Detective Chief Inspector Barnaby. Steve, geht's Ihnen gut? Ist das richtig? Sie haben Schreie gehört, kurz bevor es passiert ist. Stimmt das? Ich habe da auf der anderen Seite des Hauses eine Bank imprägniert. Und sehen konnte ich nichts, aber ja. Worum geht's, Sarge? Sagen Sie mir doch genau, was Sie hören konnten. Jemand hat geschrien. Ich bin sicher, es war nix, sowas wie Nein, um Gottes Willen, sowas Ähnliches. Und dann kam dieser Schrei. Ich bin sofort ums Haus und da war Felicity mit der Leiche von Nick. Ich habe die Polizei gerufen, sie zu beruhigen versucht. Wer war zu der Zeit noch dabei? Antonia, das ist Mrs. Wilmot. Sie war da am Fenster, ganz schön durchgerüttelt und sonst nur meine Lebensgefährtin Sarah. Wir sind ein Team, sie kriegt die Wohnung nicht, die Gärten. Und es war niemand sonst hier, kein Besucher? Da sind ein paar Kratzspuren hier, Sir. Vielleicht von einem Kampf. Die Frage ist, wieso kommt überhaupt jemand hier rauf? Können Sie heute bei jemandem bleiben, Mrs. Turner? Sie schaut ihn aus wässrigen, hellblauen Augen an. Sie können auf jeden Fall zu uns, wenn Sie möchten, also... Sehr freundlich von Ihnen. Danke. Das war kein Suizid. Auf gar keinen Fall. Er würde das nicht tun. So etwas würde er nicht tun. Danke. Ich habe sie zu überreden versucht, dass sie sich umzieht, aber sie ist ganz durcheinander, das arme Ding. Und Sie putzen hier für... Also für die Wilmots hier drunter, 2 Stockwerke. Ah. Und für die Turners hier oben. Wann haben Sie Mr. Turner zum letzten Mal gesehen? Das war kurz bevor es passiert ist. Nur Minuten, buchstäblich. Ich habe da unten Staub gewischt. Und währenddessen kam er aus der Wohnung und ging die Treppe rauf. War das nicht merkwürdig, dass er ausgerechnet die Treppe zum Dach raufging? Die letzten Wochen war er sowieso eigenartig. Deprimiert. Und er stand immer später auf. Und 1-2 Mal stand er oben auf dem Dach und hat in die Ferne gestarrt. Es war also nicht so merkwürdig. Wirkte er gestresst, als Sie ihn das letzte Mal gesehen haben? Nicht besonders. Okay, danke. Haben Sie vielen Dank. Mrs. Turner wartet auf Sie. Danke. Wieso fragen Sie, ob er gestresst war, Sir? Wenn Mr. Turner es nicht wie einen Selbstmord aussehen lassen wollte... Hat er sich möglicherweise Mühe gegeben, in seinem Auftreten heiter zu wirken? Jedenfalls müssen wir seine Lebensversicherung prüfen. Und fragen Sie nach, bei welcher Bank er war. Die Shires Bank, Kostner Filiale. Hm? Da lag das Scheckheft offen in der Wohnung, Sir. Hm? Guten Tag, Mrs. Wilmot. Das ist Detective Chief Inspector Barnaby. Kommen Sie rein. Und Sie haben sich tatsächlich hier mit Felicity Turner unterhalten, während das passiert ist? Ja. Worüber haben Sie gesprochen? Nun ja, Nick. Und über meinen Mann, Jack. Ja? Und sie war etwas besorgt, dass sie sich wegen irgendwas verkracht hätten. Das hat sie bestimmt erwähnt. Nein. Verkracht? Inwiefern? Mein Mann ist Investmentbanker. Und ich habe eine Ahnung, dass er möglicherweise Nick ein paar finanzielle Tipps gegeben hat, die sich nicht bewährt haben. Und Felicity war besorgt deswegen, meinen Sie? Gab es finanzielle Probleme? Das war mein Eindruck. Nun, wir werden auch mit Ihrem Mann sprechen müssen. Er ist im Augenblick natürlich bei der Arbeit. Ich könnte ihn anrufen. Nicht nötig. Wann kommt er normalerweise zurück? Er ist früh im Büro und kommt auch früh wieder zurück. Wegen des Verkehrs.
So um 6:30 sollte er zurück sein. Nun wird Mr. Perkins aufgesucht. Der Mann soll ein schwieriger Charakter sein. Ich befürchte, dass ich Ihnen mitteilen muss, Mr. Perkins, dass heute Vormittag einer von Ihren Kunden unter verdächtigen Umständen den Tod gefunden hat. Der Name ist Nicholas Turner, ein Anwalt hier am Ort. Oje, oje. Oje, oje, oje. Tja, oje, sage ich da nur. Tatsächlich kannten wir uns auch persönlich. Sehen Sie, gelegentlich war er Mitspieler in einer Pubquiz-Mannschaft, für die ich manchmal spiele. Darf ich fragen, was waren die näheren Umstände bei seinem... Tod? Ja, Sie dürfen. Es war ein tödlicher Sturz. Und wenn Sie nun diese Umstände als verdächtig betrachten, ist die Möglichkeit damit vollkommen vom Tisch, dass er so wollte? Sie meinen Suizid? In diesem Stadium sind wir für alles offen. Wir müssen fragen, in welcher finanziellen Lage er sich befand. Nun, er war in vielerlei Hinsicht als Kunde ganz genau das, was man sich immer wünscht. In wirklich vieler Hinsicht. Aber diese Unterhaltung ist vertraulich. Natürlich. Er hatte bedauerlicherweise Schwiegereltern, die gegen Ende ihres Lebens gesundheitlich in mannigfaltiger Hinsicht angegriffen waren. Nun ja, bedauerlich war es natürlich auch für die Schwiegereltern, aber... Nicholas setzte alles daran, dass sie die beste Pflege erhielten, die zu haben war. Und Sie wissen, wie kostspielig so etwas sein kann. Ein sehr großzügiger Mann. Nur, dass es sich bei den Schwiegereltern... Es zog sich hin. Mr. Turner war verschuldet? Das Haus ist bis an die Grenzen des Möglichen hypothekenbelastet. Das Konto überzogen, nicht eben riesig, aber bis an die Grenzen. Oh je. Hat er irgendwas geerbt? Nein, leider nicht. Es erwies sich, dass der einzige Besitz, der den Eltern verblieben war, ihr Haus in Corston war. Aber ich fürchte, das war auch schon mehrfach belastet worden. Hatte Nick Turner Feinde? Kennen Sie einen Otto Bannon? Lokalhistoriker? Experte für das römische Britannien? Ja, den kenne ich. Er ist ebenfalls Anwalt, oder nicht? Genau der. Ich hatte gehört, dass Otto sich öffentlich in, sagen wir, abträglicherweise über Nicholas' Berufsethos geäußert habe. Einige Klienten waren von Otto zu Nicholas gewechselt. Darunter einige sehr wohlhabende Klienten. Unser armer Tom ahnt, dass wieder eine Sisyphus-Arbeit vor ihm liegt. So fährt er erstmal nach Hause zu Joyce und trinkt mit ihr eine schöne Tasse Earl Grey Tea. Danach geht's weiter zur Befragung. Mr. Martin ist ein circa 50-jähriger Mann mit Halbglatze und Bierbauch. Mr. Martin, wir haben da eine Reihe von Fragen, die Ihnen möglicherweise wenig einfühlsam erscheinen. Oh, sicher. Dankeschön, Margaret. Wie wir hören, hat ein Gerücht die Runde gemacht, dass Mr. Turner sich am Vermögen Ihrer Mandanten eventuell bereichert hat. Könnte das stimmen? Aber auf gar keinen Fall. Wir möchten Sie bitten, diesen Anschuldigungen nachzugehen, nur um absolut sicher zu sein. Wenn Sie wollen. Jack ist leider noch gar nicht wieder zurück. Aber er müsste eigentlich jeden Moment kommen. Sie haben mit ihm telefoniert und ihm erklärt, dass wir mit ihm zu reden haben? Nein, wenn Sie so fragen, nicht. Er war heute nicht im Büro. War er geschäftlich unterwegs? Tatsächlich wissen die nicht, wo er ist. Das ist im... Aber er kommt wieder. Er kommt wieder, das weiß ich. Dass England mit skurrilen Bräuchen und skurrilen Menschen aufwartet, ist allgemein bekannt. Dieses Quiz gehört zu einer Besonderheit im kleinen Ort Whistle. Aber ich auch nicht. Die nächste Frage ist die letzte in dieser Runde. Und wir machen noch eine kurze Pause zum Nachfüllen eurer leeren Gläser. Frage 10. Wie heißt der längste Fluss Indiens? Indus. Ein ganz komisch. Es ist nicht komisch, Herr Forschbar. Sagen wir in Russland. Das hätte ich gewusst. Bedankt euch bei dem. Gut, wir machen in 10 Minuten weiter. Hallo, Tom. Viv.
Behalten Sie Ihren Freund unter Kontrolle. Es könnte passieren, dass er gelyncht wird. Da würde ich aber mildernde Umstände geltend machen. Viv, haben Sie heute Jack Wilmot schon hier gesehen? Würde mich wundern, wenn er kommt. Heute ist doch sein Nachbar gestorben. Kommen Sie deswegen? Wissen Sie, wo er ist? Am besten fragen Sie die Chateau Lafitte. Die sollten es wissen. Wen? So heißt seine Quizmannschaft. Den kenne ich irgendwoher. Aber natürlich. Sie kennen das Gesicht. Sie kennen die Brille. Eine Art Lokalprominenz und ehemaliger Fernseh-Quiz-Show-Moderator Mike Spicer. Mein Gott, ja, der war grauenvoll. Und der Mann neben ihm, das ist Otto Bannon. Der die Gerüchte über Nick Turner ausgestreut hat. Ja. Ja? Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby und das ist D.S. Scott. Und wir hoffen, dass Sie uns sagen können, wo Jack Wilmot ist. Er hat uns heute hängen lassen. Und gleich kommt eine ganze Runde blöder Fußballfragen. Er ist unser Sportexperte. Oder er hält sich zumindest dafür. Bestimmt kommt er nicht. Weil er eine Art missverstandenen Respekt vor Toten hat. Sein Nachbar hat es ja wohl irgendwie fertiggebracht, vom Dach zu fallen. Wir hegen im Augenblick Zweifel, ob es wahr ist, dass Mr. Turner ohne fremde Hilfe vom Dach gefallen ist. Wow, 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 wow. Sie werden Jack doch nicht als Verdächtigen betrachten, Inspektor. Seine Frau weiß nicht, wo er ist. Bisher ist er nicht nach Hause gekommen. Ist er im Wagen unterwegs? Nein, offenbar geht er morgens gern zu Fuß zum Bahnhof. Zu einer anderen Frage. Man berichtet uns, dass jemand über Mr. Turner Gerüchte verbreitet. Er bereichere sich am Vermögen seiner Klienten und dergleichen. Ich hatte nichts damit zu schaffen. Gehört haben Sie davon? Natürlich. Vertrauen Sie Ihr Geld niemals einem Mann an, der verspätet Rechnungen zahlt. Erst recht nicht, wenn er auch noch Leitbier trinkt. Ich finde ihn nicht sehr überzeugend. Was denkst du? Das ist DCI Barnaby. Der war heute Morgen bei mir. Der sitzt da bei den Lafittes. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch. Den quillt der Charme mir aus den Poren. Perkins von der Bank ist hier. Ob es sich lohnt, nochmal mit ihm zu reden? Ich hatte den Eindruck, das Barmädchen könnte was wissen, Sir. Sie wirkt wie jemand, der gut beobachtet. Unter Umständen weiß ja, er was. Ja, versuchen Sie mal Ihr Glück. Mr. Perkins, so trifft man sich wieder, Sir. Bitte. Danke. Glauben Sie, dass Otto etwas mit dem zu tun hatte, was heute Morgen ins Hertford House passiert ist? Das ist George, Detective Chief Inspector Barnaby. Ja. Warum fragen Sie? Otto Bannum ist nicht geworden, was er ist, weil er sich immer an die Regeln hält. Wir haben vorhin eine Schweigeminute eingelegt, wegen Nick. Und die haben einfach weiter ihren Wein gesüffelt. Alle beide. Arrogante, keine Ahnung was. Alle machen beim Quiz aus Spaß mit. Keiner hier ist so verbissen wie die. Für die Leute ist das Quiz blutiger Ernst, das kann ich Ihnen sagen. Was bedeutet, dass sie meistens gewinnen? Otto erträgt es nicht, bei irgendwas zu verlieren. Quizabend oder sonst was. Danke, Jane. Ihre Teamgefährtin wirkt etwas bedrückt. Jane kannte Nick Turner recht gut. Sie hat für ihn gearbeitet. Und wie gut kannten sich die beiden? Ziemlich gut. So, dann. Ja, gerne. Gute Idee. Dankeschön. Detective Chief Inspector Barnaby, Jane Hampton. Sehr erfreut. Ist das richtig? Sie und Nick Turner kannten sich recht gut? Ja, das ist richtig. Die nächste Runde beginnt in 2 Minuten. Also, wer noch was zu trinken holen muss, sollte es jetzt tun. Ich hätte gern mit Ihnen über Nick gesprochen, wenn Sie einverstanden sind. Ich möchte mir einen Eindruck von ihm verschaffen. Wo sind Sie zu erreichen? Ich wohne in der Lodge an der Einfahrt zu Sandford House. In Ordnung, wir melden uns, danke. Entschuldigen Sie mich. Das ist kein guter Augenblick, um mit Sarah zu reden. Ich muss da ein bisschen vorarbeiten. Sarah? Was? Etwas später. Ich kenne Sie doch, oder? Sie waren mal im Fernsehen. Da haben Sie recht, stimmt. Das war so eine kleine triviale Gameshow. Mike Spicer, das Spiel deines Lebens. Oh, das war grauenvoll. Fahren Sie einfach da durch das Tor. Sie können beim Streitwagen halten. Otto? Wegen Nick Turner? Offensichtlich ist Jack verschwunden. Hast du irgendwas darüber gehört? Versuch zu schlafen, Schatz. Du weißt, dass du Schlaf brauchst. Der Blick, den die Frau ihrem Mann zuwirft, er ist nicht liebevoll. Antonia, was ist denn? Stimmt etwas nicht? Ich hab dir ein Brot gebacken. Ein bisschen früh, oder nicht? Wie spät ist es? Jack ist nicht wieder da? Nein.
Ach so, es waren ein paar Sachen für Felicity im Briefkasten. Ich dachte, wenn es dir nichts ausmacht. Sie wohnt doch gerade bei den Hopes. Es ist für mich etwas unglücklich, dahin zu gehen. Aber natürlich. Los, komm rein. Komm rein. Ich mache uns erstmal Tee. Kein Wort von Wilmots Frau, Sir. Keine Neuigkeiten. Wir müssen also annehmen, dass Jack immer noch verschwunden ist. Und damit ist er für mich unser Hauptverdächtiger. Vielleicht hatte Felicity Turner einen Freund und es war sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Den Ehemann beseitigen und die Versicherung kassieren. Ja, das ist möglich. Es sei denn natürlich, dass Jack Wilmot auch tot ist. Etwas Neues von Ihrem Mann? Nein. Wir waren gerade auf dem Weg zu Ihnen. Haben Sie ein halbwegs neues Foto von Jack, das wir verwenden könnten? Ich war eben auf dem Weg zurück. Wollen Sie mitfahren? Mr. Barnaby, könnten Sie für mich gelegentlich ein paar Minuten Ihrer Zeit erübrigen? Ich gehe schon mal zurück und suche etwas raus. Es ist da vor kurzem etwas passiert, das mir zu denken gegeben hat. Und Nick hatte mich gebeten, es keinem gegenüber zu erwähnen, aber ich glaube, unter den Umständen ist es vielleicht relevant. Ein gewisser Peter Blackton hatte Kontakt zu ihm aufgenommen und sie haben sich getroffen. Irgendwoher kenne ich den Namen. Sie denken wohl an Anthony Blackton, seinen Bruder. Ja, dem gehörte doch Sandford House. Das Grundstück gehört ihm immer noch, aber er lässt sich hier kaum jemals sehen. Er hatte einen Grundstücksverwalter. Und worum ging es bei dem Treffen mit Peter Blackton im Einzelnen? Ich weiß es nicht. Sie haben sich nicht im Büro getroffen. Aber ich habe ihn gesehen. Einen kleinen, unauffälligen Mann. Und ich hatte das deutliche Gefühl, dass da etwas Zweifelhaftes vonstatten ging. Und dann, vielleicht zwei Wochen danach, kam Nick nachmittags wieder ins Büro und sah grauenvoll aus. Er sagte, es habe einen Unfall gegeben und ich fragte, ob jemand zu Schaden gekommen sei. Und er sagte mit so einem wirren Ausdruck in den Augen, das kannst du laut sagen. So habe ich ihn niemals zuvor erlebt. Was hat er gemeint? Wollte er nicht sagen. Er hat gleich das Thema gewechselt. Aber um diese Zeit herum fing er an, Depressionen zu kriegen und er wurde, keine Ahnung, irgendwie stachelig und abweisend. Und Ihre persönliche Beziehung zu Mr. Turner, die war rein beruflicher Natur, oder? Wir waren Freunde. Ich weiß nicht, was man redet, aber mehr ist es niemals gewesen. Was ist mit Felicity, seiner Frau? Hat er die irgendwas mit irgendwem hier? Mit wem denn? Na, Jack Wilmot zum Beispiel. Jack flirtet mit jeder. Wir haben uns alle daran gewöhnen müssen. Okay, vielleicht war ja bei Felicity ein bisschen hartnäckiger, aber nur weil sie zu höflich war, ihm zu sagen, wohin er sich scheren soll. Wie heißt es doch so schön? Männer und ihre Spielzeuge. Angeblich sind das alles sehr genaue Nachbildungen. Otto hat sein eigenes Privatmuseum. Dort verbringt er ganze Tage, wenn es ihn packt. Was übrigens uns beiden nicht missfällt. Nicht wieder über den Rasen! Wie viele tausendmal soll ich dir das noch sagen? Es wäre mir ja recht, wenn sie imstande wäre, hier auf eigenen Füßen zu gehen, ohne hohe Absätze. Aber ich muss nachher Croquet auf diesem Sturzacker spielen. Er gehört Ihnen. Haben Sie Jack gefunden? Nein, nein, ich fürchte nicht. Aber ein Name ist aufgetaucht und ich weiß, dass Ihre Kenntnisse der hiesigen Familien sehr umfangreich sind. Kennen Sie einen Peter Blackton? Peter? Ich kenne Anthony. Peter ist sein ungebärdiger Bruder, oder? Lebt im Ausland irgendwo. Persönlich kennen Sie ihn aber nicht. Nein. Ich muss außerdem die Frage stellen, wo waren Sie gestern gegen Mittag? Ich war in meinem Büro, wie meine Mitarbeiter bezeugen werden. Fragen Sie sie, wenn Sie wollen. Hat eigentlich die reizende Jane Hampton ein gutes Alibi? Sie haben sich doch gestern unterhalten. Warum fragen Sie? Weil sie in ihn verliebt war, in Nick Turner. Und wie schnell kann sich Liebe in Hass verwandeln? Deshalb hat sie Turner und Martin verlassen. War zu viel für sie, ihn in der Nähe zu haben. Ihren wahren Gefühlen keinen Lauf lassen zu können. Woher wissen Sie das? Oh, zu übersehen war das wirklich nicht. Abgesehen von dem Idioten Turner, der überhaupt keine Ahnung hatte. Was fand sie wohl an ihm? Sie hatte früher einen Spitzenjob an der Börse, wissen Sie? War wohl überfordert, hatte Nervenzusammenbruch. Das war möglicherweise der Grund für ihre Zuneigung zu Nick Turner. Er war das menschliche Äquivalent einer Schmusedecke. Aber Jammerlappen trifft es wohl eher. Jack und ich mit Felicity und Nick. Das war ein schöner Tag.
Haben Sie ein größeres Bild von Jack, am besten allein? Das hier ist recht ähnlich. Ja. Oh ja. Können wir das haben? Sie zögert kurz und hält das Bild ganz fest. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, es ist gar nichts. Sie werden mich für völlig übergeschnappt halten. Versuchen Sie es mal. Ich habe das Gefühl, ich höre Geräusche, so als ob... Ich fürchte, ich muss weiter ausholen, um das zu erklären. Nachdem wir damals hergezogen waren, hörte Jack Geschichten im Pub, es gäbe einen alten Weinkeller, der angeblich unter dem Haus liege. Und er war beinahe besessen von der Idee. Er hat dauernd versucht, den Eingang zu finden. Jedenfalls hat er plötzlich ganz aufgehört, danach zu suchen. Merkwürdig. Hat er ihn gefunden? Ich hatte einen Traum, dass er dort eingeschlossen wäre. Und dass er versuchte, Verbindung mit mir aufzunehmen, als wollte er mich zum Eingang leiten. Und seitdem höre ich dauernd diese Geräusche, diese... Wer sollte ihn eingesperrt haben? Ich mache mich nur lächerlich. Es gibt niemanden. Danke. Sobald wir etwas hören, melden wir uns natürlich. Und Sie rufen uns auch an, wenn er sich bei Ihnen meldet? Eine Frage habe ich noch. Kennen Sie einen Peter Blackton? Anthony Blacktons Bruder? Ja. Gehört habe ich von ihm, aber fragen Sie den Grundstücksverwalter. Die regeln eine Menge für Anthony. Morgan Associates. Aha, danke schön. Viele Verdächtige, viele Befragungen. Bitte. Danke. Ich befürchte, ich war zu Hause. Leider allein, also bin ich um einen Zeugen verlegen, der es bestätigen könnte. Gibt es keine Mrs. Spicer? Oh Gott. Eine Handvoll. Und alle fressen sie mir die Haare vom Kopf. Alles, was ich heute verdiene, wandert ohne weitere Berührung mit mir auf ihre jeweiligen Konten. Ehrlich, die Frauen. Wo wären wir Männer ohne sie? Im Augenblick also unverheiratet. Ich denke, diese Lektion habe ich gelernt, Inspektor. Nein, meine letzte Frau ist tatsächlich mit dem Klempner durchgebrannt. Ist so etwas zu fassen? Und ich war für den Fernsehpreis nominiert, verflucht. Oder beinahe. Kennen Sie einen Peter Blackton? Blackton. Dieser Grundeigentümer? Nein, Sie denken an Anthony. Hier geht's um Peter Blackton. Ich verstehe. In Ordnung, ja. Peter, ich glaube nicht. Nein, da klingelt bei mir nichts. Was haben Sie da? Peter Blackton ist dummerweise schwer zu finden, Sir. Er ist mit seinem Bruder Anthony zusammengerappelt, nachdem er in flagranti mit der Frau seines Bruders auf dessen Hochzeit erwischt worden war. Also, keiner weiß, wo er ist. Aber ich habe noch meine Kontakte bei der Boulevardpresse. Und da hat jemand das Foto im Archiv gefunden. Das Bild ist 10 Jahre alt, aber das ist Peter Blackton, da rechts. Ganz sicher? Ja. Ich meine, wir haben noch mehr Fotos, aber das Beste ist dies. Sie verstehen meine Verwirrung, nicht wahr? Sie haben mir den Mann, den Sie gesehen haben, als unauffällig und klein beschrieben. Das ist nicht der Peter Blackton, der hier bei Nick Turner war. Mr. Merton. Mr. Barnaby, vielleicht haben Sie einen Moment Zeit? Sie hatten mich gebeten, die Kundenkonten anzusehen. Ah. Und? Tatsächlich fehlen gewisse Beträge von verschiedenen Konten. Wie viel? 150.000 zusammen. Genau die Frau, die wir gesucht haben. Was haben Sie hier verloren? Wir wollten zu Ihnen, meine Gute, das sagte ich doch. Wo ist Jack? Ich weiß nicht, wo Jack ist. Nein. Natürlich ist das die offizielle Version, aber uns können Sie es doch sagen. Uns können Sie es sagen, Antonia. Ihnen würde ich auch nicht sagen, wenn ich es könnte. Niemals. Dass Sie dahinter stecken, weiß ich. Ich weiß es. Und jetzt verschwinden Sie. Manche sagen, die Geschichte ist nichts als Blödsinn. Manche glauben, sie ist wahr. Was ist mit Ihnen? Denken Sie, es verbirgt sich ein geheimer Keller unter Sandford House? Ich bin in der, weiß ich nicht, ist mir egal, ob es stimmt, Fraktion. Ich kenne jemanden, der mal unten war. Tatsächlich? Charlie Rice. Er hat mir geschworen, dass es wahr ist. Und er hat ja auch niemals Lügengeschichten erzählt. Wer ist Charlie Rice? Lange tot. So ein alter Knabe um die 80. Lebhafte Fantasie. Also, wie sieht's aus? Sonst behauptet aber auch keiner, dass er mal im Keller war. Okay. Danke.
Scott? Sir? Hatten Sie Glück bei Sarah? Ich fürchte, es macht sie nervös, hier zu reden. Also dachte ich, ich lade sie zum Chinesen ein, wo es entspannter ist. Und dann mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Welcher Idiot klaut denn einen Linienmarkierer? Mr. Barnaby? Hallo, Steve. Da war ich doch eben beim Pavillon. Den Fußballplatz neu markieren und der Linienmarkierer ist weg. Wer klaut denn sowas? Den hätten Sie auch geliehen bekommen. Das müssen Sie anzeigen, Steve. Naja, vielleicht taucht er wieder auf. Hey, Steve, wir plaudern gerade über die Geschichte. Sie wissen schon von dem geheimen Keller, der unter Sanford House sein soll. Denken Sie, da ist was dran an den Gerüchten? Es ist nicht unmöglich, aber auch nicht wahrscheinlich. Oh. Kann ich kurz mit Ihnen reden? Sicher? Die Sache ist die... Ich hatte doch erzählt, dass ich an der Bank am Streichen war. Aber ich konnte von da das Dach nicht sehen, als es passiert ist. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Aber es war Felicity. Also Mrs. Turner, die mir gesagt hat, ich soll an dem Morgen die Bank streichen. Wollen Sie uns etwas Bestimmtes sagen? Nein, nein. Nein, ich denke nur... Ich entscheide normalerweise selber, was ich arbeite. Normalerweise sagt mir das niemand. Am nächsten Morgen wird eine Leiche gefunden. Gesteinigt. Mit Weinflaschen. Ist das sowas wie eine Botschaft? Eher mehrere. Immerhin können wir Steve seinen Linienmarkierer zurückgeben. Jemand hat sich hier außerordentlich viel Mühe gemacht. Ah, Mr. Barnaby, kommen Sie herein. Einen Kaffee vielleicht? Nein, danke. Das ist Ihr Scott. Dürfen wir Sie unseres tief empfundenen Beileids versichern? Ich danke Ihnen vielmals. Ah. Brown Sauce. Zum ersten Mal seit 30 Jahren darf ich sie wieder essen. Man hat uns gesagt, dass man sie absichtlich an einem Fenster im oberen Stockwerk positioniert hatte. Das ist wahr. Ich habe alles gesehen. Es war absolut grässlich. Grauenvoll. Können Sie vielleicht den Täter beschreiben? Nun ja, er war ganz in Schwarz. Schwarze wollene Skimaske. Ziemlich groß, glaube ich. Darüber hinaus... Es war wirklich eine Vorstellung. Mrs. Benham, wir müssen Sie das fragen. Wer wird den Nachlass Ihres Mannes erben? Ich natürlich. Denke ich wenigstens. Oh Gott, das ist Mike Spicer. Wären Sie so nett, ihn mir abzunehmen, ja? Er wäre im Augenblick etwas zu viel für mich. Entschuldigen Sie mich. Verdammt noch mal, lassen Sie mich durch! Ich bedauere, Sir, das er geht ist nicht. Mein so Freund! Mir Mr. Spicer! Danke, Paul. Sir? Mr. Spicer. Im Tode noch verspottet. Das war ein Mord aus Rache. Allerdings. Wir fragen uns nur, wofür Rache genommen wurde. Woher soll ich das denn wissen, verflucht? Worauf wollen Sie hinaus? Können Sie uns sagen, wo Sie in der vergangenen Nacht etwa um Mitternacht waren? Natürlich zu Hause im Bett. Wieso? Was haben Sie denn erwartet? Genau wie ich dachte. Ich wusste, dass mein Mann seine Frau nicht unversorgt lassen würde. Sind Sie ihn losgeworden? Ja, wir werden uns später mit ihm unterhalten. Ist das alles aus dem Safe? Mhm. Chateau Latour 1961. Ein guter Jahrgang, vermute ich. Warum sollte man einen Miserablen fälschen? Das sind offensichtlich Fälschungen. Kein Zweifel, wieder so ein Schwindel von Otto. Billiger Wein, teures Etikett, fertig ist der Schwindel. Pfui. Da sind noch mehr Weinetiketten. Latour 59, Petrus 61, Margaux und sowas wie Haute Brion. Ich verstehe nichts von Wein, aber die sind teuer, glaube ich. Was genau ist das für ein Schwindel? Es ist sinnlos, mich zu fragen. Ich habe mich von seinen Geschäften ferngehalten. Aber Sie dürfen darauf wetten. Irgendwas ist toll daran. Mrs. Benham, dass Sie von dem Mörder ausgerechnet ans Fenster gebracht worden sind, damit Sie bei der Tat Zeuge wären, messen Sie dem eine Bedeutung zu? Ja, ich denke, das muss man wohl, oder? Es war mir immer bewusst, was für ein Winkeladvokat Otto war. Aber ich hatte zeitig entschieden, ich würde das gepflegt ignorieren. Für mich war immer Komfort und Status wichtig, unerlässlich. Ich konnte mir ein Leben ohne gar nicht vorstellen. Ich vermute, egal wer der Mörder war, er dachte wohl, wenn ich dabei zusehe, wie mein Ehemann stirbt, wäre das eine Strafe für mich. Aber sehen Sie, ich hatte meine Bestrafung ja schon erhalten. Und nein, ich meine damit nicht diesen bösen Reitunfall. Ich meine, mit ihm zusammen zu sein, als Teil seines abstoßenden Lebens.
Das war mir Strafe genug. Und ich muss zugeben, ich empfand ein Spürchen Mitleid, als er sich in den letzten Zuckungen seiner Todesqual wand, aber viel war es nicht. Da sagt noch jemand, die Ehe ist tot. Sie bringen die Flasche Wein und die Aufkleber zu einem Auktionator. Fragen Sie, was die Experten darüber wissen. Oh, es tut mir so leid, Bernie. Das muss furchtbar für dich sein. Gemischte Gefühle, um ehrlich zu sein. Wie geht es dir? Irgendwas Neues von Jack? Nein. Nicht ein Wort. Trinken wir erst mal einen Tee. Oder vielleicht etwas Stärkeres? Wissen die, wer es war? Ich glaube, da gibt es eine Menge Auswahl in der Feinde von Otto-Abteilung. Bernie, tut mir leid, wenn ich frage. Gerade im Augenblick muss das furchtbar egoistisch wirken, wo du doch eben erst deinen Mann verloren hast. Aber ich bin verzweifelt. Was ist denn, mein Kind? Was da mit Otto geschehen ist, das gibt mir zu denken. Verstehst du, ich habe schon eine Weile so eine Ahnung, dass vielleicht Jack und Otto in irgendetwas zusammen drinsteckten. Ich weiß nicht, verzeih, wenn ich das so formuliere, in so etwas wie zwielichtigen Geschäften. Oh, ich bitte dich, wenn Otto dabei war, dann war es bestimmt ein krummes Geschäft. Wir haben eben erst einen Haufen gefälschter Weinetiketten im Safe gefunden. Wenn das nicht zwielichtig ist, dann weiß ich es nicht. Also, mein Kind, ich würde ja gerne Champagner anbieten, wenn noch welcher da wäre, aber ich fürchte sehr, der ist draußen auf dem Rasen. Oh nein, eine Flasche ist noch übrig. Ein Tröpfchen Kribbelwasser, mein Herz. Und schon wieder wird befragt. Leider muss ich die Frage stellen. Waren Sie beide letzte Nacht hier? Ja. Sicher, ja. Mrs. Turner, kann es sein, dass Ihr Mann einmal einen alten Weinkeller und das Sanford-Haus erwähnt hat? Das hat er. Möglicherweise. Es war eher Jack, der darüber gesprochen hat. Aber es war ja nur eine alte Geschichte, oder? Und wissen Sie irgendwas darüber? Eigentlich nicht. Das ist Dorfgeschwätz. Das interessiert mich sowieso nicht sehr. Mittlerweile hat man einiges über die gefälschten Weine und die Etiketten herausbekommen. Eine Kiste von diesem Petrus 61 hat offensichtlich $90,000 gebracht. Und 6 Flaschen von diesem Mouton Rothschild $70,000. Aber beide hatten eine sehr gute Provenanz. Das ist so wie ein Stammbaum, Sir. Egal, der Auktionator meinte, dass eine volle Flasche von einem Wein guter Qualität wie diesem hier, und das sogar ohne Provenanz, mindestens ein Riesen die Flasche kostet. Es würde also um richtig viel Geld gehen, wenn diese Etiketten echt wären. Aber hier wird es interessant. Der Auktionator meinte, dass das nicht mal gute Fälschungen sind. Jeder Experte würde das sofort erkennen. Und das wirklich Interessante ist, dass diese Flasche, der echte 61er Chateau Latour, ihm vor einem Monat zur Schätzung gebracht wurde. Genau diese Flasche? Ja. Er sagt, er hat auf dem Etikett den Fleck wiedererkannt. Also, der Wein ist zur Schätzung von 2 Herren gebracht worden, die beide den Wert wissen wollten und sehr beeindruckt waren, als sie ihn erfuhren. Einer von den beiden, das wusste er noch, trug ein ziemlich auffälliges Einstecktuch in der Brusttasche. Ja. Was sie noch dabei hatten, war eine Liste von anderen Spitzenweinen, für die sie die Preise wissen wollten. Und zwar ganz genau die gleichen Weine wie auf den gefälschten Aufklebern. Er wollte sich noch mit mehr Informationen bei Ihnen melden, aber Sie wollten weder Namen noch Telefonnummer hinterlassen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Beschreibung? Beide um 1,80, Mitte 30. Nick Turner und Jack Wilmot, habe ich gedacht, Sir. DCI Barnaby. D.S. Scott. Oh, langsamer bitte. Nochmal von vorne. Hat sie gesagt, worum es dabei ging? In Ordnung, ganz ruhig. Ja, wir kommen sofort zu Ihnen. Hin. Sie zuerst. Jane Hampton, Sir. Sie ist beim Empfang. Will mit uns reden. Das machen wir unterwegs. Das war Antonia. Sie glaubt, sie hat den Eingang zum Keller gefunden. Aha. Hallo, guten Tag. Ich befürchte, wir sind gerade im Gehen begriffen. Es dauert aber wirklich nur einen Moment. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Ich komme mir dumm vor. Ich habe Felicity bei Sarah und Steve besucht, um mir die Post zu geben. Und sie war im Garten und hat mich nicht bemerkt. Und ich hörte, wie sie lachte und auf ihrem Handy mit jemandem herumscherzte. Dann war sie mit dem Anruf fertig und sah mich und war die trauernde, gramgebeugte Witwe. Und es schien mir... Ich weiß auch nicht, was es war. Es war bestimmt gar nichts. Ich dachte nur, ich sollte mal mit... Oh nein, nein, Sie haben vollkommen recht, dass Sie es uns sagen. Es ist da hinten, die Tür rechts. Eine ganze Menge Fußabdrücke. Die sehen frisch aus. Und hier, was ist das hier? Weinkisten.
Die haben da vermutlich jahrelang gestanden. Oder Alternativmöglichkeit, jemand wollte diesen Eindruck erwecken. Na klasse. Und nun sitzen sie wie die Maus in der Falle. Zumindest geht ihnen nicht der Wein aus. Da Tom zu Hause nicht auftaucht, ruft Joyce ihn auf dem Mobiltelefon an. Hier ist DCI Barnaby. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Ich bin's. Natürlich hast du die Veranstaltung heute Abend nicht vergessen. Das Taxi kommt uns um 7:30 abholen. Nur damit du daran denkst. Also dann. Er hat den Schlüssel im Schloss stecken lassen. Kriegen Sie ein Netz? Nein. Aber es ist zu wenig Platz unter der Tür, um ranzukommen. Selbst wenn wir ihn rausstoßen könnten. Unsere einzige Chance, Gott, ist, uns hier durch den Türrahmen zu arbeiten. Verstehe. Jack ist tot. Wie meinen Sie? Wenn er nicht hier im Keller ist. Er würde nie jemanden töten und er würde auch nicht einfach so verschwinden. Jemand hat Nick getötet. Und Otto. Und er hat auch Jack ermordet. Wer sollte ihn ermorden? Das weiß ich doch nicht. Ich meine ja nur. Sie dachten, der Keller wäre unter dem Haus, nicht wahr? Warum haben Sie auf einmal angefangen, den Eingang im Nebengebäude zu suchen? Geht's voran? Die Feuchtigkeit hat das Holz ein bisschen aufgeweicht, Sir. Es dauert trotzdem eine Weile. Haben Sie eine Verabredung, Sir? Ja. Oh ja. Und Joyce kocht vor Wut. Nicht die beste Zeit, um sich in einem geheimen Keller einschließen zu lassen. Kommen wir hier wieder raus? Bevor die Luft zu Ende ist? Bevor wir hier alle verdursten? Klar kommen wir raus. Ich würde nicht drauf wetten. Es braucht doch mehr Zeit, als ich dachte, Sir. Wir kommen raus. Nur keine Bange. Wieso ich im Nebengebäude den Eingang zum Keller gesucht habe, wollten Sie wissen? Weil ich gesehen habe, wie Otto und Mike Spicer aus dem Gebäude kamen. Wann war das? Das war gestern Abend. Ich war einkaufen gewesen und hatte gerade den Wagen abgestellt. Und Sie dachten was, dass die beiden hier unten im Keller waren? Nicht sofort natürlich. Aber dann hat Bernie mir von den gefälschten Weinflaschenetiketten erzählt und ich habe die Verbindung gesehen. Die haben einen miesen Trickbetrug abgezogen, oder nicht? Sieht ganz so aus. Hat Ihr Ehemann dabei mitgewirkt? Dass er besorgt war, konnte ich sehen. Aber wir sprachen ja nie miteinander über Geschäftliches. Ich wusste, dass er unglücklich war. Und Nick Turner, war der auch beteiligt? Ich denke schon. Tut mir leid für Sarah, Sir, dass ich das arme Ding so im Stich lasse. Ist ein herber Schlag. Ja, kann ich mir denken. Ja, für ein Mädchen mit so wenig Selbstvertrauen. Das war sicher ein Erlebnis, von Ihnen eingeladen zu werden. Sie wissen ja, Sir, man tut eben, was man hat. Aber ernsthaft, Sir, Mrs. Barnaby, die wird sich sicher Sorgen machen, Sir. Danke. Einige Stunden vergehen. Die Luft wird langsam dünn und der Durst steigt. Ich bin völlig ausgedörrt. In einem Weinkeller eingesperrt und es gibt nichts zu trinken. Hier. Eine Idee, wie die das aufgezogen haben? Ich kann es mir in groben Zügen vorstellen. Aber es hilft leider nur sehr begrenzt dabei, die Morde zu erklären. Aber Sie denken, Nick Turner mit seinen 150 Riesen veruntreutem Geld, er war das Opfer? Ja, es sieht ganz so aus. Antonia hat erwähnt, dass Jack vor einigen Wochen die Suche nach dem Eingang des Kellers aufgegeben hat. Die Weinflasche aus Benhams Safe und die gefälschten Weinetiketten. Otto war der Mann, der den Betrug in Szene gesetzt hat. Wie er auf den Einfall gekommen ist, wer weiß? Ich stell mir vor, sobald er wusste, dass Jack den Keller gefunden hatte, hat der Trickbetrüger in ihm instinktiv gedacht, daraus kann man was machen. Wie denn? Das ist erstmal nur Hypothese, in Ordnung? Aha. Wir wissen, dass sie irgendjemanden hatten, der für sie Peter Blackton gespielt hat, weil der Mann, den Jane gesehen hat, auf keinen Fall der echte war. Streng genommen stimmt es, das hier ist ein echter, alter, vergessener Weinkeller. Und mit einem kleinen bisschen Wahrheit verkauft man die dicksten Lügen. Jetzt ging es nur noch darum, die passende Geschichte zu erfinden, den Mann, der für sie Peter Blackton gab, einzuweisen und die Geschichte zu verkaufen. An Nick. Und was ist mit dem Wein? Ich meine, Fachleute wären niemals auf die Etiketten reingefallen. Die Fachleute brauchten es nicht zu glauben. Nur Nick. Und dann wurde der Wein vernichtet. Vernichtet? Ja,
Der Unfall, von dem Nick im Büro Jane erzählt hat. Sehen Sie, der Wein war eine Fälschung. Und nachdem Sie nicht das Geld abgenommen hatten, sollte er glauben, dass der Wein nicht mehr da war. Sie konnten nicht sagen, dass der Wein gestohlen war. Nein, es war einfacher, einen kleinen Unfall zu arrangieren, in dem der ganze Wein vernichtet wurde. Und dabei haben Sie 150.000 verdient, abzüglich Spesen. Und Otto hatte auch noch das Vergnügen zu wissen, dass Nick das Geld bei seinen Mandanten veruntreut hatte. Ein paar Gerüchte darüber verbreiten, dafür sorgen, dass es entdeckt wird, damit wäre Nick die Zulassung los. Wieso ihn dann obendrein umbringen? Die haben ihn um 150 Riesen erleichtert. Wieso ihn vom Dach schmeißen? Ja, wie ich gesagt habe, es erklärt mir die Morde nicht. Oh Gott, 2:30 durch. Joyce wird Anfälle kriegen. Kommen Sie. Mit jeweils einem Schweizer Taschenmesser versuchen die beiden, die Angeln der Tür freizukratzen. Eine aufwendige, schweißtreibende und fingernagelbrechende Aufgabe. Das kann auch ewig dauern. Versuchen Sie es weiter. Hallo? Ist irgendjemand da? Oh, Mr. Barnaby, ja. Es tut mir so leid. Ihr Wagen stand noch draußen. Kümmern Sie sich um Antonia. Ich muss weg. Ich erkläre später. Könnten Sie Joyce bitte anrufen, Scott? Nur damit sie weiß, dass alles in Ordnung ist. Hallo, Daniel. Ist es schön, dass Sie einfach so mal anrufen? Ja, Mr. Barnaby hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Wir sind gestern Abend leider aufgehalten worden, aber nun sind wir... Ja? Ja. Gut, ich sag's Ihnen. Was? Was ist los? Mrs. Barnaby lässt Sie bitten, auf dem Heimweg heute Abend einen einfachen Joghurt mitzubringen, Sir. Heute Abend gibt es Curry. Ja, danke. Danke, Scott. Im stilvollen Cottage von Mr. Bullard. Bullard? Hallo, Mr. Bullard. Hier ist Dan Scott. Mr. Barnaby lässt Sie bitten, herauszufinden, welches Anzugfabrikat Nick Turner trug, als er vom Dach fiel. Anzugfabrikat? Ja, die Schuhe auch, bitte. Wir wollen wissen, wo er sie gekauft hat. Kein Problem. Ich rufe zurück. Danke. Er hängt sich rein, Sir. Hallo? Sarah, hier ist DCI Barnaby. Ist Felicity bei Ihnen? Sie haben sie gerade verpasst. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nein, leider nicht. Sie wollte jedenfalls nicht nach Sanford House. Ich hätte sie mitnehmen können. Aber bevor sie gegangen ist, war sie bei Ihnen? Sie war den ganzen Morgen hier. Sie hat mich sogar gebeten, hier zu bleiben. Alibi. Wie bitte? Ich muss auflegen. Danke, danke. Wir melden uns noch. Alibi? Ja, dafür hat sie gesorgt. Was darauf hindeutet, glaube ich, dass sie wusste, was hier passierte. Sie reden von Felicity Turner? Ja, sie ist gerade von Sarah Hope weg. Wahrscheinlich trifft sie sich mit ihm. Ihm? Sie denken, dass sie einen Freund hat? Keinen Freund, Scott. Das glaube ich weniger. Dieses Gruppenfoto, das wir bei Antonia gesehen haben, alle vier im Garten. Nick und Felicity, Antonia und Jack. Nick und Jack sind im Körperbau ähnlich, die Haarfarbe auch. Und Felicity hat mit Vorsatz die Leiche, die vom Dach gefallen war, identifiziert als ihren Mann. Aber er war es nicht. Es war Jack Wilmot. Nick Turner lebt nämlich in Wirklichkeit noch, Scott. Und er ist unser Täter. Eine ungemütliche, dunkle Kammer und ein gefesselter Mann. Hör doch! Das war nicht meine Idee, ich schwör's! Das ist die falsche Antwort, Mike. Ein impertinenter kleiner Clary. Schmeckst du die leichte Note von Himbeeren, Mike? Das ist ehrlich. Oh, und es lohnt möglicherweise den Versuch, die nächste Frage richtig zu beantworten. Schiff, es geht um eine weitere Minute deines wertlosen Trickbetrüger-Daseins. Wie kommst du darauf, dass du das Recht hast, die Existenz von anderen Menschen zu vernichten, Mike? Der Stuhl in einem riesigen Becken aus Rotwein senkt sich erneut. Leider muss ich ein bisschen drängeln. Scher dich doch zum Teufel! Oh, ich denke, das dürftest du etwas früher schaffen als ich. Barnaby und Kollege schleichen sich an. Ich wundere mich nur, dass er es geschafft hat, noch so viel zu trinken. Das waren doch sicher 1,5 Flaschen. Schade, dass wir Otto nicht aufgenommen haben. Das würde ich mir gern noch mal angucken. Wir dürfen uns aber eine Weile nicht sehen, erst wenn das Geld ausbezahlt ist. Sowas kann Monate dauern. Erlauben Sie? Ich denke, Sie werden einander erheblich länger nicht sehen. Alle Türen werden bewacht, falls Sie daran denken sollten, abzuhauen. Handgelenke zusammen, bitte. Dass auf dem Revier nicht aufgefallen ist, dass wir verschwunden waren.
Naja, wenn den Kollegen das nicht auffällt, das geht ja noch. Aber wenn die eigene Ehefrau so eine Sache nicht mitbekommt, Sir, das muss doch wehtun. Ihnen wird bestimmt auch einiges wehtun, wenn Sarah erst mit Ihnen fertig ist. So friedfertig, wie Sie denken, ist dieses Mädchen vermutlich gar nicht. Oh doch, sie ist ein schüchternes Mäuschen, Sir. Merkt man gleich. Ich glaube jedenfalls, über Nacht von einem Mörder im Keller eingesperrt zu werden, ist eine bessere Ausrede als eine Autopanne und kein Netz auf dem Mobiltelefon. Da ist sie. Oh. Sarah! Bevor du was sagst, tut mir ehrlich leid wegen gestern, aber ich hatte eine Panne mit dem Wagen und saß fest. Was? Ich konnte auf dem Handy überhaupt kein Netz kriegen, das war alles... Ist schon okay, mach doch nichts. Alles klar. Ich habe eine Freundin, die würde mit dir ausgehen. Wirklich? Danke, jedenfalls. Alles okay. Oh Gott, das wird lange dauern, bis sie drüber weg ist. Keine Frage. Na sicher. Chinesisch. Ich muss mich aufmachen. Den Joghurt nicht vergessen, Sir. Und einen schönen Blumenstrauß für Joyce. Auch dieser Fall wurde dank des scharfsinnigen Inspektors gelöst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Fall von Inspektor B.